Oh Gott. Also, Travino sagt, ich bin so gespannt, das erste Mal, dass ich mir DSA anschaue, Ivy überzeugt mich. Tatsächlich wird sich das hier nicht so wahnsinnig anfühlen wie DSA, hoffe ich immer. Also, oder so wie weiß ich nicht. Ich finde nicht, dass DSA irgendwie altbacken und doof ist. Ich mache DSA immer so, dass es sich nicht altbacken und doof anfühlt. Was nicht heißt, dass ich gesagt hätte, DSA ist altbacken und doof. Wollte ich nur mal kurz festhalten. Wir spielen heute hier ein sehr, sehr altes Abenteuer. Sylvanas Befreiung. Das war eines der ersten DSA-Abenteuer, was damals in der ursprünglichen Starterbox, die nicht Starterbox hieß, sondern anders drin war. Es hatte auch kein Cover. Inzwischen hat es ein Cover bekommen, denn das ist die DSA-5-Aufarbeitung selbigen Abenteuers. Da hat es ein Cover bekommen. Das auf dem Cover ist eigentlich nicht Sylvana, aber egal. Es ist als Heldenwerk-Abenteuer aufgearbeitet worden und ich habe gedacht, das wäre lustig. Ein schöner One-Shot. Eigentlich hätten wir heute Blutige See unsere Kampagne weiterspielen sollen, aber Mairi ist auf Geschäftsreise. Deswegen sind wir heute hier und deswegen spielen wir heute diesen fantastischen One-Shot, der, ich habe es schon angekündigt, wenn man sich wirklich clever anstellt, eigentlich in 15 Minuten vorbei sein könnte. Ich denke, das schaffen wir nicht, aber ja, danke schön. Jetzt messen die an der Länge unsere Cleverness, ne? Genau, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich denken die jetzt, wir sind alle so ein bisschen fair. Einfach nur doof, 20:15 zählen wir dann rückwärts. Genau, schön. Ja, wen haben wir heute hier? Wir haben heute hier unser aller Nessie, die freundlicherweise sich bereit erklärt hat, mitzuspielen. Und Nessie spielt was heute? Wen? Bria. Bria ist eine Einbrecherin, eine Havena-Einbrecherin. Aber sie kann nicht nur einbrechen, also das kann sie ganz besonders gut. Nein, sie hat auch ein ganz kleines bisschen, aber das dürft ihr niemandem verraten, Magie gelernt. Das heißt, sie kann nicht nur über die Dächer laufen wie eine Einbrecherin, sie kann auch über die Dächer laufen wie eine Einbrecherin mit Spinnenlauf zum Beispiel. Ja, das ist, dazu muss man wissen, wir spielen in Havena und Havena hat ein Magieverbot. Das heißt, Zauberei ist da nicht so gern gesehen und dementsprechend heimlich muss das alles passieren. Am Anfang hatte ich die Befürchtung, wenn ich sage, oh, wir spielen ein Abenteuer, dann sagen alle, oh, ich möchte gerne Magier spielen. Das wäre auch lustig gewesen, aber nächstes Mal vielleicht. Dann haben wir den Daniel. Daniel ist, wie kann man das sagen? Spiele forschen, Game Design forschende Person und unterrichtende Person. Und auch. Und entwickelnde Person jetzt wieder. Und entwickelnde Person und ist außerdem DSA-Autor. Also, der hat hauptsächlich Abenteuer geschrieben. Vielleicht kennt ihr ein paar davon. Und wir spielen schon sehr, sehr lange zusammen Rollenspiel. Und deswegen habe ich ihn gefragt, ob er bereitwillig als Opfer, Mitspielender hier dabei sein möchte. Und er hat ja gesagt. Tja, Daniel. Ja. Ja. Ja, ich spiele heute. Ich spiele eine profane Figur, einen generischen Schwertgesellen nach Ganlail Uyinin, der nicht aus Havena kommt, sondern aus Harbin. Er ist so generisch, dass er der vierte Sohn einer Familie ist. Der erste Sohn der Familie hieß Alrik, der zweite hieß Bendrik, der dritte hieß Cedric und ich spiele Dedrick von Hinterhus, Titularadelsgeschlecht. Ich habe nochmal an den Stats ein bisschen rumgeschraubt. Klugheit gesenkt, Charisma erhöht und ich glaube, das sagt schon viel über die Figur. Da würde ich zustimmen. Ich hatte vorhin, bevor wir die Kamera anhatten und zu hören war, hatte ich gesagt, das ist gut, Daniel, das kannst du auch besser darstellen. Man muss dazu sagen, ich liebe Daniel abgöttisch. Ich diss den immer nur so, weil ich ihn mag. Ja? Und ich genieße es jedes Mal wieder neu, Evie. No King-Shaming. Ja, bitte. Dafür sind wir heute nicht hier. Und dann haben wir noch die Carolina.
die euch vielleicht auch bekannt ist als Autorin von ganz vielen verschiedenen DSA-Sachen. Unter anderem hat sie sehr viele von den Heldenbrevieren geschrieben. Also falls ihr mal irgendwann über so eins gestolpert seid, das könnte sie gewesen sein. Ja. Sie hat aber auch Romane geschrieben und sie schreibt auch außerhalb von DSA ganz viel und ganz fleißig. Hi! Ja. Ja. Hi. Ich spiele heute Abend den Halbelfen Elo hier. Er fährt zur See, allerdings nicht immer so besonders erfolgreich. Und jetzt schlägt er sich halt gerade wieder mal durch das Hafenviertel. Ja, ungewöhnlich, dass Halbelfen zur See fahren, oder? Findet er wahrscheinlich gar nicht. Deswegen bin ich ja nicht so erfolgreich. Ja, ich finde das nicht schlimm, aber andere haben damit ein Problem. Seeleute dummerweise und das ist manchmal nicht so geil. Aber davon lasse ich mir meinen großen Traum nicht ruinieren. Und jawohl. Der große Traum ist Wellengischt und Das, was praktisch mich zum Hauptcharakter eines Shonen-Animes machen würde. Ich möchte mein eigenes Schiff haben mit meiner eigenen Crew irgendwann und erfolgreich sein. I see. Okay. Mal gucken, wie nah wir diesen Zielen heute kommen können. Denn, wie gesagt, wir sind in Havena. Havena ist die Hauptstadt des mittelreichischen Fürstentums Albernia und liegt direkt idyllisch gelegen im Delta des großen Flusses am Meer der Sieben Winde. Ist eine Stadt mit einer reichen Historie, gebeutelt von vielen großen Sturmfluten und auch der großen Flut, die einen ganzen Teil Havenas irgendwann verschlungen hat. Angeblich war das der Zorn der Götter gegen eine götterlose Stadt. Und ein großer Teil des alten Havenas liegt heute noch im Delta und modert vor sich hin, während die Stadt dahinter gedeiht und relativ groß ist, ein Handelsumschlagsplatz und einer der größten Häfen Aventuriens, würde ich behaupten, an dem es sehr geschäftig zugeht. Und Magie ist in der Stadt verboten. Also solange man sich innerhalb der Stadtmauern aufhält, sollte man tunlichst nicht zaubern, so dass es jemand merkt. Selbst sowas wie nützliche oder heilende Zauberei wird relativ kritisch beäugt und die Leute reagieren sehr abergläubisch, misstrauisch, abweisend, wenn sie mitbekommen, dass jemand zaubern kann. Und haben auch sehr viel Angst vor solchen Dingen. Und Daniel bekommt direkt einen Schicksalspunkt als Trostpflaster dafür, dass ich ihn hier disse. Ja. Genau. Ja, irgendjemand hat empfohlen, dass ich beschimpft werden soll. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Ja. Genau, und hier steigen wir jetzt dann, würde ich sagen, direkt ins Abenteuer ein. Ich hätte vielleicht auch mal das Abenteuer irgendwie bereitlegen sollen. Ne? Erwartungshaltung an mich selbst und so. What? Aber also ich meine, ganz im Ernst, es hat nicht so wahnsinnig viel Plot. Und ich könnte es, glaube ich, auch bis auf den Dungeon-Plan so halbwegs aus dem Kopf. Hier ein wunderschönes Bild, ich weiß leider nicht, von wem es ist, aus der Havena-Spielhilfe, Versunkene Geheimnisse. Oh ja, das ist so schön. Ein Panorama, finde ich wirklich fantastisch, auf die Stadt vom Hafen aus. Und dort befindet ihr euch, als dieses Abenteuer beginnt. Nicht im Hafen tatsächlich, sondern in dieser Stadt mit dem tollen Hafen. Und ihr seid in einer Kneipe, einer relativ gut besuchten Kneipe in Nalleshof. Das ist ein Hafenviertel oder eines der vielen Hafenviertel in Havena. Haha, die ganze Stadt ist eigentlich ein großer Hafen. Da geht es relativ geschäftig zu. Man hat viele HafenarbeiterInnen, SeefahrerInnen und es liegt der salzige Duft von Meer in der Luft, gemischt mit weniger angenehmen Gerüchen nach Fischmenschen und Nichtmenschen, die hart arbeiten. Und hier beginnt euer Abenteuer in einer Schenke. Die heißt Schipperkrug. Ein
eher unterdurchschnittliches Gasthaus, was Sauberkeit und die Qualität der angebotenen Dienstleistungen angeht. Aber es ist trocken. Draußen ist es aktuell gerade nicht trocken. Aber? Aber Sie haben guten Weißwein, oder? Sie haben einen Wein. Sie haben einen Wein. Er ist rot. Und du hast schon Essig getrunken, der besser schmeckt. Ach, na gut. Dafür kostet es nur 3 Kreuzer. Also. Ja. Was sehne ich mich nach einem schönen Bötzinger jetzt? Ja, es ist warm drinnen. Draußen regnet es gerade ganz, ganz abscheulich. Und zwar so dieser Regen, der so fein ist, dass er überall reinkriecht. In Kleidung, in Haare und dafür sorgt, dass es einem immer kalt ist. Das Ganze gepaart mit Wind. Und hier drinnen ist es gut. Es riecht nach Bier, kräftigem Eintopf. Alles ist so ein bisschen nass, feucht und klamm. Unter so einem Kleiderständer haben sich bereits erste Pfützen gebildet. Und die Luft ist schwer von Tabakrauch und Prim, den einige der Seeleute kauen. Und was der Wirt von hinter der Theke brüllt, das versteht man mal mehr, mal weniger. Ihr hört Seemannslieder, die gesungen werden an einem Nachbartisch. Die Bank quietscht. Und es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis sie unter dem Gewicht der auf ihr Sitzenden zusammenbricht. Und dann, der Wirt brüllt weiter in eure Richtung, immer weiter in eure Richtung. Ihr versteht immer noch nicht, was er sagt. Und irgendwann kommt bei euch an. Effertsegen! Kann ich nur was bringen? Ach so. Ja, Bier. 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 Vier Bier. Nicht wie eins. Eins, zwei, drei. Drei Bier. Guter Mann. Ja. Drei. Drei Bier. Eins nur. Nein, nicht eins, drei. Eins, was soll ich mit drei Bier? Ja, ich wollte auch eins, ich wollte nicht unangenehm auffallen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt hier ein Zilifantli bestelle oder ein Mozart-Selenschitz, dann fällt das unangenehm auf. Ja, und? Was laberst du mich jetzt hier von der Seite an? Wovon redest du überhaupt? Von Weißwein. Weißwein, hier. Eben, den gibt es nicht, das habe ich schon verstanden. Gute Frau, ja, ich entschuldigt bitte, ich wollte nicht zur Last fallen, ich wollte mich einfach nur erklären. Oh. Warum trinkst du Weißwein? Ich trinke ja keinen Eichwein, ich habe gerade eben ein Bier bestellt. Drei Bier. Das ist auch besser so. Deine Unterhose ist wahrscheinlich auch weiß, strahlend weiß und gestärkt. Nur am Praios-Tag. Am Horastag. Warum frage ich auch? Oder wie man das auch sagt, am Praios-Tag. Der Kraken, hört ihr von irgendwo rechts hinter euch, war so groß. Und ein alter Seebär mit Holzbeinen steht so halb auf einem Fass und deutet mit seinen Armen die Größe dieses Meeresmonsters an. So groß war der, ja, so groß. Die Leute um ihn herum so, oh, ui, und dann schwappt wieder so eine Shanty-Welle von diesem Sangeschor rechts von euch auf euch ein, sodass ihr den Rest der Geschichte leider nicht mehr hört. Mhm. Ihr seid euch ziemlich sicher, dass er die Geschichte schon mal erzählt hat, aber da war der Kragen nur halb so groß. Das ist allerdings so 2,5 Bier her. Das letzte Mal habe ich auch nicht mitgekriegt, wie es endet. Aber ich rück ein bisschen näher ran. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ob es das Ende lohnt. Er überlebt. Der Krake nicht unbedingt. Vielleicht aber auch. Aber das ist das Ende. Er hat einen Kraken gesehen. Das ist alles. Ihr seid zur See gefahren, nicht wahr? Das merke ich gleich. Ihr seid bestimmt zur See gefahren. Ihr kennt euch aus, oder? Kennt ihr euch aus? Klar. Die meisten, die hier rumhängen, sind zur See gefahren. Ich auch, ein wenig, in meiner Ausbildung. Aber hast du denn auch schon mal einen Kraken gesehen?
Nein, gute Frau, ich habe noch nie einen Kraken gesehen, jedenfalls nicht außerhalb von meinem Teller. Ich habe den Spitzohr gefragt. Ich zögere so ein bisschen bei Spitzohr. Also, naja, Kraken gibt es hier aber tatsächlich in Havena. Deswegen gibt es auch die Krakeninsel. Oh, da, ja. In den Gewässern werden öfter mal welche gesehen. Also riesen Dinger sind das. Ja. Mein Cousin, der ist Schmuggler. Und der hat gesagt, der hat mal einen Kumpel gehabt, der ist nicht mehr angekommen, weil der so von so einem riesen Tentakel, der hatte solche Saugnäpfe, einfach so vom Fluss runtergeholt wurde. Angeblich leben auch welche unter der Stadt. Und ja, da kannst du einen drauf lassen. Ich habe gehört, man muss darauf gefasst sein, dass jederzeit aus der Kanalisation ein solcher Tentakel hinaufschnellt und einen herabziehen will. Aber weil er es nicht kann, weil es die Kanalisation ist, gelingt es nicht und man wird einfach vom Druck des Tentakels zerquetscht. Das sind keine Märchen. Just in dem Moment, als Brea gesagt hat, da kannst du einen drauf lassen, zieht ein etwas strengerer Geruch, als ihr ihn unbedingt von dieser Kneipe erwarten würdet, in eure Richtung. Just so, als hätte gerade jemand einen fahren lassen und richtig, richtig übel. Ihr sitzt glücklicherweise in der Nähe eines Fensters. Also wenn Brea so ein bisschen nach links fischt, könnte sie vielleicht so das Fenster so ein bisschen aufmachen. Ja. Ich hole mal ein Taschentuch raus und halte es mir. Ihr seid nicht sicher, wer es war. Das ist ja wie drei vergammelte Sprotten, ey. Es ist wirklich so schlimm, das will auch keiner zugeben, aber so ein paar Leute rücken so ein bisschen ab. Und ich war es nicht. Ja, es wirkt jetzt etwas komisch, aber in dem Moment halte ich dir, Brea, das Taschentuch hin, weil man der Dame das Taschentuch hinhält, bevor man es, da man es nicht selber benutzt. Gibt es hier ein benutztes Taschentuch? Nee, eben nicht. Ich habe es ja ich nicht. Ich nehme das Taschentuch, gucke es mir an. Wegen des Geruchs. Sag danke und stecke es mir in die Tasche. Ja, es wird ein bisschen besser. Also von draußen weht so ein bisschen Feuchtigkeit und gute Hafenluft herein, die im Gegensatz zu dem, was hier gerade abgeht, eine echte Wohltat für eure Nüstern ist. Und Brea sieht tatsächlich etwas, was sie vielleicht ein bisschen also normalerweise beunruhigt dich das ja nicht. Die wissen ja nicht unbedingt, dass du es warst, was auch immer. Aber da stehen zwei Stadtgardisten vor dem Fenster und reden gerade mit einer relativ aufgebrachten Frau. Die Frau scheint auf sie einzureden. Die beiden Stadtgardisten, der eine schüttelt nur den Kopf und meint, ach komm, ja, tut mir leid, da können wir nichts machen. Oh, ich rück so ein bisschen in meinem Stuhl so runter, nimm das Taschentuch wieder aus der Hand. Tasche und ich strecke halt mir Hand so aus. Ach so. Vor's Gesicht und versuche zu lauschen. Ganz unauffällig natürlich. Ganz unauffällig. Es ist ein bisschen peinlich, als ich wieder eine Bewegung unterbreche und die Hand wieder zurückziehe. Und ich versuche dann, das Gespräch mit Ello hier wieder aufzunehmen. So, mit Kraken. Wart ihr denn dabei, als ein solcher Kraken mal erlegt wurde? Nein, aber kann ja noch passieren. Allerdings weiß ich auch, also man sagt das so, dass es gibt Mittel dagegen, die helfen, dass einen so ein Krake vielleicht nicht gleich aufs Korn nimmt, vor allem nicht die hier in Havena, die sich einzelne Opfer rauszieht. Ich meine, die ganz Großen auf See, die nehmen halt ganze Schiffe, ne? Dieser Torwaller-Schnaps, prima Feuer. Wenn du da den ordentlich trinkst, ne? Das mögen wir nicht. Deswegen sind die Torwaller da auch so erfolgreich, Kraken zu umschiffen. Den ganzen Schiffe riechen so. Über diesen Schnaps habe ich gelesen in den Piratenromanen über Schrubomir Treibholz. Den gibt es wirklich, im Gegensatz zu Schrubomir, wie auch immer. Und naja, der ist nur teuer. Prima Feuer haben sie hier auch übrigens. Ja, aber der kostet. Alles kostet. Vor dem Fenster hörst du, das ist eine ältere Dame mit langem, so etwas nassem inzwischen und
wirrem Haar, die sagt, aber bitte, bitte, ihr müsst mir doch helfen. An wen soll ich mich denn sonst wenden? Und ja, der eine Stadtgardist schaut wieder und sagt, können wir nichts machen, ist in Orgendorf. Da setzen wir gerne Fuß rein. Und überhaupt, sie ist ja noch nicht lange weg. Vielleicht ist er einfach nur sich ein bisschen amüsieren gegangen. Hm? Wir haben echt Wichtigeres zu tun. Wir müssen noch zwei Schmuggler einbuchten. Hm. Ja, der andere Kollege brummt nur. Und dann stapfen diese beiden Stadtgästen in die verregneten Straßen. Avena ist davon und die Frau guckt sich so ein bisschen hilflos um und reißt dann die Tür zur Schenke auf. Guckt sich da um. Geht es da etwa um eine Jungfer in Nöten? Habt ihr das mitbekommen? Dann vielleicht wurde die von einem Kraken entführt. In Ortendorf? Ja, die sind überall unter der Stadt. Und dann geht der Wirt zu euch, stellt drei Bier vor euch ab. Auf Effert, sagt er und geht wieder. Und dann fällt dieser Blick der Frau auf euch. Sie sieht so, gleitet so ein bisschen an Bria vorbei über Eloir. Und dann bleibt sie an Dietrichs breitem Hut hängen. Ich setze mich nochmal extra dekorativ hin und lege meine Hand auf den Bierkrug, sodass mein Schwertgesellenring ordentlich glänzt. Und schaue sie sehr freundlich an. Natürlich, da ist eine Jungfrau in Nöten, das habe ich gleich völlig verstanden. Also du bist es nicht... Die generische Situation, wie sie in all diesen Romanen ist, drei Menschen treffen sich zufällig oder Halbelfen treffen sich zufällig in einer Taverne und werden angeheuert. So läuft das immer und so läuft es hier auch. Ich wusste, warum ich nach Havanna gekommen bin. Du siehst sie, du bist dir nicht sicher, die Frau sieht nicht so aus wie die typische Jungfrau, sie ist ein bisschen alt, aber sie guckt dich an und du siehst wirklich so, in ihren Augen passiert etwas, in ihrem Gesicht passiert etwas. Ja, cool. Ich muss mal gerade gucken. Die Dame hat nämlich ein Bild. Jetzt machen wir Havina mal weg und zeigen euch diese freundliche alte Dame. Mit hilfesuchenden, traurigen Augen und ziemlich nass. Den Schaumfestiger von der hätte ich gerne. Die was? Den Schaumfestiger von der hätte ich gerne. Ja, der ist bestimmt teuer. Bitte, sagt sie, bitte, ihr müsst mir helfen. Sie haben meine kleine Silvana entführt. Eine Jungfer in Nöten, ich habe es gewusst, sage ich etwas zu laut. Dann auf! Und dann schaue ich euch beide erwartungsvoll an. Ja, Moment. Ich drehe mich um und gucke, ob er wen anderen meint. Nein. Mich? Ja, selbstverständlich. Es ist so, wir können doch nicht die Augen verschließen vor dem Leid dieses armen Mütterchens. Aber ich habe noch eine Verabredung. Auch ich habe Verabredungen. Ich habe noch Duelle zu schlagen für den Herrn Valilius, der sich nicht mehr rühren kann, weil er nicht so schwer heben kann. Dann für diesen einen Dottore mit dem Leistenbruch. Das muss alles hintanstehen. Man kann ja die Termine verschieben. So, nun auf. Ihr seid ein tapferer Seefahrer und ihr seid eine erfahrene Allzweck-Spezialistin. Also, wie können wir euch helfen? Und dann? Ich hab eine Frage. Ja? Werden wir dafür bezahlt? Und wenn ja, wie viel kriegen wir? Was sie sagt. Ich rumpel das weg mit dem Stuhlgerücke, als ich diese ältere Dame an unseren Tisch zerre und rufe, vier Bier! Vier Bier! Komischerweise hört der Wirt alles. Ja? Also, ja. Und macht sich daran, vier Bier zu zapfen. Die gehen aber auf dich. Sie setzt sich... Natürlich würde ich euch bezahlen. Sagen wir so. Aber es ist das Letzte, was ihr habt. Ihr wollt uns das Letzte geben, was ihr habt, um eure kleine, zerbrechliche, wie heißt sie? Silvana. Meine Enkelin. Zu retten, Silvana zu retten. Das. Ja. Und weil das ihre Enkelin ist und sie ihr besonders ein wertvoller Schatz ist,
kann sie natürlich dafür auch gar etwas springen lassen für Leute, die sich ihr Leben opfern und ihre Zeit. Bitte, und ihre Freiheit. Natürlich, ich werde euch meine Kette geben. Die hat mir einst mein verstorbener Mann zum Travienbund geschenkt. Aber nein, ich schon. Ja, also wie gesagt, sie ist nicht so viel wert, aber ich würde sie euch geben, wenn ihr mir helft. Ich halte die Hand hin. Ja, sie kramt. Also, uns aber. Sie kramt so ein bisschen und dann zieht sie so eine Silberkette hervor. Ich zücke eine winzig kleine Lupe, weil die sind teuer und ich habe aber so eine und gucke mir das so an. Mhm. Ja, die Kette ist aus Silber. Das ist nicht wirklich viel wert, aber na, so 50 Silbertaler kriegt man dafür vielleicht, wenn du guten feilst, ein bisschen mehr. Das ist also nicht viel. Ich kenne da jemanden, bei dem ich diese Kette eventuell loswerden würde. Na gut, weil ihr seid. Oh. Dieser große Schatz, den ihr euch vom Munde abgespart habt. Ich packe die Kette ein. Es soll nicht zu eurem Schaden sein, ihr armes, gebrechliches Mütterchen. Egraine, mein Name ist Egraine Coilel. Silvana ist, es muss etwas Schreckliches passiert sein. Ich bin ganz sicher. Erzählt uns alles davon. Ja, nun, ich habe ihren Korb gefunden. Den, in dem sie immer ihre Sachen trägt. Hinter unserem Haus, in der Gasse hinter unserem Haus. Aber auch nur den. Und an einem Stein an der Wand war Blut. Und es ist alles so schrecklich. Wann war das? Heute Morgen. Also ist es jetzt so kurz nach Mittag. Also ja, heute Morgen, und ich habe versucht, die Stadtgarde zu überzeugen, dass sie sie finden, aber sie sagen, sie ist doch nur ein junges Mädchen und sie kommt bestimmt bald nach Hause. Aber sie ist keine solche, sie treibt sich nicht rum und sie hätte schon gestern Abend da sein sollen. Und ich habe es nur nicht gemerkt, weil ich bin früh ins Bett. Igren, wir reden aber nicht über die Silvana aus der Reihergasse 7, oder? Die kenne ich nicht, aber ich vermute nicht. Ich glaube, da treibt sich das Kind nicht rum. Nein. Also Reihergasse 7. Und wann hast du das letzte Mal gesehen? Gestern. Sie ist zur Arbeit gegangen. Und was arbeitet sie? Sie ist die Dienstmädchen. Sie arbeitet als Dienstmädchen in einem der größeren Kontore bei Engstrands und hilft dort aus. Und ab und zu hilft sie auch im Spital. Ja, ein gutes Ding, ein so gutes Kind. Und und sie war gestern nach der Arbeit daheim und wollte noch mal los ein bisschen was einkaufen. Und ich habe mich dann schon hingelegt, weil ich war sehr müde. Und ja, dann war sie heute Morgen nicht da. Dann bin ich raus und habe geguckt und gerufen und habe gedacht, sie ist vielleicht schon wieder arbeiten, so emsig ist sie, so fleißig. Und dann habe ich ihren Korb gefunden am Boden und da war Blut. Und die Stadtgarde will einfach nichts tun. Die sagen, sie gehen nicht nach Orkendorf rein und sie wird schon wiederkommen. Ich weiß es auch nicht. Vermutlich, weil sie denken, dass sie dich da rumtreibt. Ja, das Spital ist dort. Ah. Scheiße, Orkendorf. Ja. Ich guck der Dreckaufholland an. Reingehen. Gut, wie dem auch sei. Wir werden uns natürlich der Sache annehmen und natürlich können wir ins Orkendorf gehen, wenn es denn notwendig sein sollte. Wir haben es ja nun hier mit wettergegerbten Leuten zu tun und mit erfahrenen Abenteurern und Abenteurerinnen. Macht euch keine Sorgen, Mütterchen. Führt uns nun zuallererst an den Tatort. Das Blut am Korbe anschauen mögen. Das Blut ist an der Wand. Ach so. Aber ja, ich zeige es euch gerne. Aber wisst ihr, es verschwinden oft Leute in letzter Zeit. Und naja, es gehen Gerüchte um, dass
manche dieser Leute verschwinden und in den Süden verkauft werden, ihr wisst schon. Und, ja. Und manche sagen auch, dass sie Lösegeldforderungen bekommen haben für entführte Leute. Aber also ich meine, was sollte ich denn an Lösegeld zahlen? Und ja, meine Silvana ist so schön. Die einfach in die Sklaverei. Da kannst du, also du kannst eigentlich bis Lösegeld, meistens sind sie entweder tot oder sie werden verschifft. Also da kriegst, kriegt Brea jetzt einen unsanften Knuff in die Seite. Selbstverständlich ist der Guten nichts geschehen. Wir werden selbstverständlich sofort zur Errettung eilen. Jetzt ist auch Eile, an den Tag zu legen. Werte Igrein, yes. Bitte zeigt uns jenen Ort. Ja, also es ist mein Zuhause, nur ein paar Straßen. Gut, dann stehe ich weiter. Auf. Ich habe mein Bier noch nicht mehr. Der Wirt kommt mit weiteren 4 Bier, guckt ein bisschen irritiert. 4 Bier, sagt er. Guter Mann, der Rest ist für euch. Ich drücke meine Münze in die Hand und schwungvoll nehme ich meinen Hut und mein Entermesser, Havena-Messer heißt es. Ja. Keine Müdigkeit vorschützen. Los geht's. Also, ich kipp noch sehr schnell mindestens mal mein Bier runter und vielleicht noch seins. Du kannst es auch mitnehmen. Ich glaube nicht, dass der Witter was sagt. Also. Ja, dann. Ja. Das ist eine gute Idee. Das wollte ich auch machen. Ich will eben den Rest noch mit. Ne? Einmal zum Einpacken, bitte. Ja. Also ein Hummelbier. Genau. Bier to go. Unsere Sinne müssen doch scharf sein. Ja, das sind sie. Ivana Schärfer. Genau. Gesprochen wie ein echter Seemann. Na dann, los. Ja, ihr folgt Igraine durch die belebten Gassen von Nalleshof ein paar Straßen weiter zu einer relativ gepflegten Gasse. Es gibt hier auch nicht so gepflegte. Und ihr seht, auf dem Fensterbrett ist ein ganz liebevoll hergerichteter großer Blumenkasten, in dem allerlei blüht und wächst. Es regnet immer noch leicht, aber ist inzwischen nicht mehr ganz so windig. Das heißt, es ist nur noch so dieser Fisselregen, der überall reinkriecht. Und auf dem Boden haben sich einige sehr große Pfützen gebildet, die es zu umschiffen oder, wenn ihr entsprechendes Schuhwerk habt, durch die es einfach durchzulatschen geht. Und ihr seht, sie führt euch tatsächlich zu diesem Haus mit dem Blumenkasten und dann um die Ecke. Dahinter ist, die Gasse sieht nicht mehr ganz so schön aus, sie ist schlecht beleuchtet und obwohl es Tag ist, weil die Dächer so ein bisschen überragen, ist da wenig Licht. Kisten und Fässer stehen an den Wänden der Häuser. Teilweise gibt es irgendwie so Hintertüren. Die Pfützen sind sehr matschig. Und auf dem Boden liegt immer noch ein etwas angedellter, an der einen Seite gebrochener Korb. Sie sagt, sie hätte noch irgendwie so 1-2 Äpfel gefunden, als sie den Korb hier gefunden hat. Inzwischen hätten sich wahrscheinlich irgendwelche Bettlerkinder die geholt. An der einen Wand daneben tatsächlich sieht man, aber auch das hat der Regen und die Feuchtigkeit so ein bisschen abgewaschen, ist tatsächlich so auf, ihr würdet sagen, vielleicht Kniehöhe, ein bisschen höher, so ein bisschen sowas, es könnte Blut sein. Ja, das seht ihr jetzt so auf den ersten Blick. Gut, dann schaue ich jetzt erwartungsvoll Brea an, die sich mit sowas selbstverständlich auskennt. Spuren suchen, ja. Nee, ohne Scheiß, ja. Ich gucke mir das mal genauer an. Okay. Ich gehe so in die Hocke, guck mir an, ob ich da irgendwelche Fußspuren entdecke. Dann gehe ich zu dem Korb und dann schaue ich einmal die Blutspritze an. Du könntest für mich einmal, oder wir könnten einmal für dich vielmehr, auf Sinneschärfe würfeln. Ja, dann soll ich mal für dich 3W20 bemühen. Machen wir doch. 9, 7 und 9. Ja, das ist, also ich habe einen Talentwert von 10. Ja, Fertigkeitswert. Locker flockig alle QS mitgenommen. Locker flockig. Du siehst
tatsächlich, dass der Regen euer ärgster Feind ist, was Spuren angeht. Wenn da mal Spuren waren, dann sind die jetzt in einer dieser wirklich ekligen, pappigen Pfützen versumpft. So. Da ist nach so fast einem halben Tag nichts mehr zu wollen. Was du siehst, ist an dieser Stelle, wo das was Blut an der Wand ist, das ist tatsächlich ein Stein, der so ein bisschen vorragt. Vielleicht ist da jemand gegengefallen oder so. Also es muss auf jeden Fall jemand gefallen sein, weil es ist relativ weit unten. Ansonsten habt ihr es mit jemandem zu tun, der weniger als kniehoch ist. Das würdest du jetzt erstmal nicht als eine Wahrscheinlichkeit ansehen. Und dann ist es so, dass du aber durchaus sehen kannst, dieser Korb, der ist kaputt, weil er wahrscheinlich mit Wucht auch gegen diese Wand gestoßen sein muss. Und du siehst auch im Innern des Korbes so ein bisschen, keine Ahnung, als ob es irgendwie eine Frucht zermatscht hätte oder sowas im Inneren. Also du denkst, der ist sehr stark komprimiert worden. Ich gehe mal mit dem Finger an die Matsche. Birne. Eindeutig Birne. Ja, also, ja, du vermutest, dass hier durchaus noch mehr Lebensmittel den Weg in den Matsch gefunden haben, aber du weißt, wie es hier ist. Hier kann man keine 30 Sekunden irgendwas rumliegen lassen, ohne dass jemand es mitnimmt. Würde ich auch so machen. Ja, deswegen. Dann ist erstaunlich, dass der Korb hier noch liegt. Ja, aber der ist kaputt. Also, dem kann man vielleicht nicht mehr wirklich, wirklich was Gutes tun. Was dir aber auffällt, ist, als du da so wirklich aufmerksam durch die Gegend gehst, ist, du siehst hinter der nächsten Ecke ein paar sehr durchlatschte Schuhe vorschauen. Also so durchlatscht, dass da sogar ein Zeh rausguckt. Also ein Schuh, wo noch Füße drin sind. Ja, wo noch Füße drin sind, um die Ecke. Also du siehst momentan nur den Fuß mit diesem sehr kaputten Schuh. Ach so. Aber ich mache mal so ein Zeichen zu meinen Kameraden. Ja. Jetzt wissen alle, was ich meine. Und ich schleiche mich so um die Ecke. Ja, ich folge dir. Und versuche irgendwie, keine Ahnung, um die Ecke zu greifen, um diese Person, die da steht, zu packen. Ja. Okay. Du greifst ins Leere. Tatsächlich. Denn da steht niemand. Diese Person. Der liegt besoffen auf dem Boden. Hockt. Und zwar ist es ein sehr. Und du siehst halt so diese Füße. Da ist ein sehr, sehr alter Mann mit sehr wenig Zähnen und sehr wenig Haaren und eingefallenem Gesicht, der auch gleich so die Hand hebt, als er dich sieht. Ein Almosen. Und der riecht auch ziemlich stark. Oh, ich muss mich zurücknehmen und ich hätte beinahe aus Reflex zugetreten. Gott sei Dank habe ich das nicht gemacht. Ein alter Mann. Alrik ist mein Name, sagt der alte Mann und lächelt so, ohne irgendwie überhaupt noch einen Schneidezahn zu besitzen. Wie könnte es auch anders sein? Was ist hier passiert? Hast du ein Mädchen gesehen und einen Überfall? Sag mir alles. Es soll euer Schaden nicht sein, sag ich. Und Ich hoffe, dass du das sagst. Drück ihm einfach mein Wegbier in die Hand, das ich ja noch dabei habe. Ja. Zur Motivation. Er nimmt das Bier entgegen und strahlt. Ja, das ist ja sehr freundlich. Dann nimmt er erstmal einen ordentlichen Schluck Bier, dass ihm so der Schaum an der Lippe hängt. Wie Ogerpisse, sagt er dann. Und aber es ist ein anständiges Bier. Du hast gut aus dem Schipperkrug. Ja, habe ich mir doch also, gedacht. Also, hör mal, Alrik. Ja. Wenn du uns sagst, was hier passiert ist, dann kriegst du auch noch mein Bier. Und der Hübsche hier, der gibt dir auch vielleicht sogar noch Geld, wenn deine Informationen uns weiterhelfen. Also. Ja, ist mein Stammplatz hier, sagt er und nimmt noch einen Schluck Bier. Ja, ich hab alles gesehen. Na dann mal los. Vermummte Gestalten, ja, sind gekommen und der müde Bier macht mich immer so müde. Naja, auf jeden Fall, letzte Nacht war ich hellwach, konnte nicht schlafen. Und dann kamen diese vermummten Gestalten
sind an mir vorbei. Der eine ist in die Pfütze getreten, war ich völlig durchnässt, noch durchnässter als sonst. Und dann war da dieses junge Ding, sehr hübsch, ja. Und dann hat sie geschrien und ich habe nicht hingeguckt, absichtlich nicht. Bei sowas guckt man nicht hin, ihr versteht schon. Und dann haben sie sie mitgeschleppt. Ja, und der eine hatte eine ziemliche Beule wohl, hat sich den Kopf gehalten. Ah, es ist also sein Blut, das da an die Wand gespritzt ist. Höchstwahrscheinlich, dem Mädchen ging's gut. Das ist ein Komplott, ich habe es gleich gewusst. Ein Komplott? Kompott. Ein Kompott. Mhm. Ein Komplott. Ach so. Eine Schandtat. Ist Komplott dann aus Kartoffeln? Nein. Seht ihr, das Bier vernebelt euch die Sinne. Hättet ihr was Anständiges getrunken, sowas wie ein Zierfahndler oder so etwas, dann wäre das... Zierfahndler? Ui, die toi. Ja, dann wäre mir in Spitzenunterwäsche gewachsen vielleicht. Die schmecken sehr gut. Also ich kenne nur so Wein aus Engersal, der ist schrecklich. Oh, Engersal, das habe ich schon mal gehört. Ich war früher Abenteurer, müsst ihr wissen. Aber lief nicht so gut. Nee, irgendwie ich guck nicht. Auf seine Füße. Naja. Ja, als ich aber jung war. In welche, in welche Richtung haben sie weggeschleppt? Natürlich weiß ich das. Ich bin alt, aber nicht blind. Sie sind da lang. Richtung Orgendorf. Ja. Scheiße. Wir kriegen das nicht abgewendet. Nee. Das heißt, wir müssen jetzt nach Orgendorf und dort fragen, wo irgendwelche vermummten Gestalten sich herumtreiben. Aber sie ist nicht freiwillig mitgegangen, oder? Nein, sie hat sich ordentlich... Hast du das gerade wirklich gefragt? Du bist so unschuldig, Dini. Gewährt. Du bist so unglaublich unschuldig. Ja, der kann dann die vermummten Gestalten fragen, wo die vermummten Gestalten hin sind. Gut. Ja. Ich war noch nie in Orgendorf, so schlimm kann es doch nicht sein. Da. Mir. Ja, also sie sind da lang doch, also, und dann um die Ecke nach links, aber mehr habe ich dann nicht gesehen. Wie gesagt, bei sowas guckt man besser nicht so genau hin, sonst kriegt man noch eine verpasst. Ja, bezahl den Mann, Dietrich. Ja, guter Mann. Hab Dank für eure Unterstützung und dann drücke ich ihm so eine Münze in die Hand. Mhm. Alles Gute. Ja. Danke. Ich nehme noch einen Schluck auf von meinem Bier und dann drücke ich ihm den halben Humpen hin. Oh, danke. Ja, er steckt die Münze ein und dann sitzt er da so mit zwei Krügen Bier. Ja, und sieht so aus, als hätte er den besten Tag seit langem. Ja. Gute Alrik. Dann auf. Ich weiß, es ist nicht da vorne ganz... Links. Ich weiß, es ist nicht ganz aller Wohlanständigkeit entsprechend, aber Brea... Weil es sich für mich nicht ziemen würde, können wir dich vielleicht bemühen, dass du dich bemühen könntest, im Schlafzimmer der jungen Dame einmal nachzusehen, ob sich dort etwas Auffälliges befindet. Ich würde es selber machen, aber es ziemt sich nicht. Moment, ja, warte. Ja, das habe ich verstanden. Kann ich machen, ja. Sie ist doch gar nicht da, also wo ist dein Problem? Wenn es ein Komplott gibt, kann man niemandem trauen. Das habe ich aus den Büchern über Wo Schrubomir Treibholz das große, große Komplott aufdeckt. Ja, aber ich meine, sie ist nicht hier. Wir können alle in ihr Schlafzimmer gucken. Ich glaube nicht, aber dass ihre Mutter damit ein Problem nicht, hat. Wenn wir das tun. Hä? Wieso? Nochmal, sie liegt nicht nackt in ihrem Bett. Also wo ist dein Problem? Es ist das Schlafzimmer einer Jungfer und nicht nur irgendeiner Jungfer, sondern einer Jungfer in Nöten. Komm, Mutti, zeig uns mal das Schlafzimmer. Ja, also ja, Egwene führt euch gerne in ihr sehr kleines Zuhause. Sie hat so eine Wohnküche und dann gehen zwei Zimmer ab tatsächlich. Eines, da sagt sie, wohnt sie drinne und das kleinere von beiden gehört Silvana. Darin befindet nicht sich schlecht, ein Bett, auch sehr schön mit sauber bezogen und gemacht. Ja, nicht schlecht. Elo hier geht da auch nicht rein. Dedrick, was glaubst du, wie läuft das auf Schiffen?
Ich bin auf denkst einem du, Schiff da haben ausgebildet Leute worden. Eigene sehr wohl, Zimmer? Ja, denkst du, da haben Leute eigene Zimmer? Ich weiß ja nicht, auf was für Schiffen ihr gefahren. Ja, richtig, eine Hängematte, aber du schläfst auch mit den gleichen Leuten in einem Raum, da ist das auch kein Problem. Also warum ist es jetzt eins? Hängematten waren immer getrennt bei uns. Die Burschen auf Backbord und die Mägde auf Steuerbord. Ihr habt gar keinen Spaß auf euren Schiffen, ne? Egal. Ja, in diesem Raum befindet sich außer dem Bett noch so eine schöne große Kiste. Darin befindet sich peinlich ordentlich gefaltete Wäsche. Also sowohl für das Bett als auch für die Frau. Ja. Dietrich, schau mal. Also die Unterhosen und so sind eher groß und verdeckend, die Leibchen züchtig. Und auch die Kleider, sie trägt... Gar nicht durchscheinend. Nee, sie trägt eher so klassische Sachen, also so unten so ein langes, einfarbiges Kleid und dann irgendwie ein Rock oder Mieder dazu. Aber ja, ansonsten... Das riecht so gut, ich stecke die Nase in ihre Unterwäsche. Das riecht sehr gut. Oh, so würde ich auch gerne mal riechen. Ja. Und ansonsten gibt es noch so eine kleine Anrichte. Darauf ist so ein kleine... vermutlich handgeschnitzte kleine Delfinfigur, die mit einer Neckerin spielt und ja, ansonsten eine Kerze und ihr entdeckt ein Buch. Die Figur von dem Delfin, wie groß ist die ungefähr? So eine Hand groß ungefähr. Okay. Und die Neckerin, wenn keiner hinguckt, stecke ich die in die Tasche. Okay. Ja, da war mal eine Delfinfigur mit einer Neckerin. Und ja, ein Buch liegt noch auf dieser kleinen Anrichte neben dem Bett. Offensichtlich liest sie gern. Was ist der Titel? Es ist ein blauer Leineneinband, etwas abgenutzt. Und darauf steht: Die Liebe einer Prinzessin, Band 3. Oh, schnulzig. Oh, ja, sehr. Tagebuch irgendwo? Vielleicht hat sie irgendwo ein Tagebuch. Nein. Schade. Nicht, also ich gucke unter der Matratze. Das Bett zerwühlt. Ja, okay. Guck mal in das Buch. Im Buch? Ja. Oh. Wow. Kannst du lesen? Vielleicht fällt da was raus. Ach so, nein, im Buch ist nichts. Ja. Ja. Sein können, sie hat da ein Liebesbrief drin oder so. Ganz schnulzig. Oh Gott, ist das schnulzig, was da drin steht. Und nein, unter der Matratze ist tatsächlich nichts. Ist für dich, ich geb's dir. Ist mehr so dein Ding. Ich habe so etwas noch nie gelesen. Ja. Das ist Literatur für Damen. Ja, ich gehe dann, wie gesagt, nochmal mit der Hand so unter die Matratze, so zwischen Matratze und Bettkasten, ob da noch irgendetwas ist. Nein. Schau unter das Kopfkissen. Nee, hier ja, ist unter nichts. Kopfkissen ja. Tatsächlich findest du etwas. Und zwar findest du einen kleinen Anhänger an so einer Kordel, ist auch aus Holz. Und auch das ist so ein kleiner Delfin von Hand aus Holz geschnitzt. Nee, Holz, das interessiert mich nicht. Die Figur war schön, die stelle ich mir in meinen Unterschlupf. Oder tausche sie. Mal gucken. Ich schlage vor, wir folgen jetzt mal der Spur, wenn wir hier nichts Verwertbares finden. Denn bei dem Wetter geht uns jegliche Spur weiter flöten mit jeder Augenblick, den wir noch hier haben. Hier ist nichts, Dietrich. Es sei denn, du möchtest dir nochmal ihre Unterwäsche genau angucken. Ich habe schon beim ersten Mal keinen Blick auf ihre Unterwäsche geworfen. Und ja, klar. Das ein weiteres Mal zu tun. Also ich werde es ein tunlichstes weiteres Mal unterlassen. Okay. Und diese Erbauungsliteratur für junge Damen könnt ihr... Also, das brauchen wir ja nicht. Also, wir haben nichts von Nutzen gefunden hier. Nein, haben wir nicht. Wir wissen nichts. Wir wissen etwas über ihren literarischen Geschmack. Wir wissen etwas über ihre züchtige Kleidung. Und wir wissen aber nichts über ihren Glauben, über irgendwelche Schmuckstücke. Erfahrt, wie jeder. Wieso Effert? Wie kommt ihr denn auf Effert jetzt? Das ist eine Annahme, aber ihr habt ja keine Hinweise. Wen soll man denn sonst glauben? Auch wieder wahr. Das soll uns genügen. Also brechen wir auf zum Orkendorf. Gut,
Ihr verabschiedet euch von Egwene, die euch wirklich mit den besten Wünschen und Segenssprüchen bedenkt, als ihr Haus verlasst und euch dann wehmütig nachschaut über ihren Blumenkasten hinweg, als sie in die verregnete, matschige Gasse geht und abbiegt in die nicht so schöne, wenig beleuchtete Gasse, die hinunterführt in Richtung Orkendorf. Es gibt da so eine schöne Straße, die klangvoll Fürstenallee heißt, weil sie unter anderem auch zum Fürstenpalast führt. Allerdings in die andere Richtung. Ja, genau, in die andere Richtung. Und ihr geht oder etwas deutlich weiter die Straße runter. Und ja, ihr seht an der Seite belebte Spelunken, grimmige HandwerkerInnen, einige schöne große Häuser direkt an dieser Straße entlang, von denen man munkelt, dass sie Unterweltgrößen gehören. Und sobald man von dieser großen Straße abbiegt, sieht man links und rechts ziemliches Elend. Heruntergekommene Kaschemmen, marode Mietskasernen mit Überhang, mehrstöckig. Die Herbergen hier, für alle, die ortskundig sind, hier sollte man nicht übernachten, wenn man keine Wanzen möchte oder die Orkenkrätze, nach der man sagt, dass dieser Stadtteil benannt ist. Es gibt oder eine Klinge am Hals. Es gibt die schäbigsten Bordelle. Eine Gasse sieht genauso finster und unfreundlich aus wie die nächste. Teilweise sind die Häuser auch ganz abenteuerlich repariert. Also manchmal wurde mit Schiffsplanken sich beholfen. Irgendwo ragt so ein Schiffsbug einfach mal so halb in die Gasse, weil man damit irgendwie das Geschoss darüber abstützen wollte. Hafenarbeiter mit leeren Blicken. Ihr seht Leute, die jetzt schon, es ist kurz nach Mittag, so blau sind, dass sie gar nicht mehr laufen, sondern nur noch kriechen können. Und ja, das ist Orkendorf. Und tatsächlich kommt euch direkt, während ihr noch so auf der Fürstenallee seid, eine Frau entgegen mit einem Korb, einem großen Korb. Darin sind so Holzschuhe mit Absätzen. Guckt euch an, lacht zahnlos. Na, braucher Trippen? Silvana, bist du's? Nee. Silvana kenne ich nicht. Benrike. Nee, brauchen wir nicht, geh weiter. Wollt ihr keine Trippen kaufen? Nein. Muttchen, was ist denn eine Trippe? Hier, sie hält so hoch und es sieht aus wie so ein Schuh, den man unter den Schuh schnallt, der auf so zwei kleinen erhöhten Absätzen aus Holz ist, damit er nicht in die Scheiße läuft. Und das ist ja eine ganz patente Idee. Du guckst so die Gasse runter und tatsächlich in diesen Gassen links und rechts von dieser, die sind nicht gepflastert und da ist wirklich so der Boden so eine Masse aus Matsch, aus Pfützen, aus den Überresten von etwas, was mal Kopfsteinpflaster war. Und dann siehst du auch gerade, wie irgendjemand was aus einem der oberen Fenster dieser Mietskaserne wirklich so einfach in die Gasse leert, also dem Geruch nach, ja, mit Sicherheit auch Fäkalien, also da ruiniert man sich. Gute Frau nennt euren Preis. 3 Kreuzer! Gut, dann gebe ich ihr erst 3 Kreuzer, dann gucke ich meine beiden Begleitungen an. Kann auf den Dingern nicht laufen. Ich schaue einmal verwundert, ich schaue ein zweites Mal verwundert. Naja, und der Herr Seemann braucht ja nun sowas nicht. Denke ich jetzt mal. Dann kaufe ich halt Trippen nur für mich. Gut, dann wirklich gleich auch ein bisschen größer, wenn ich frisch auf voranschreite. Dann kriegst du tatsächlich diese Trippen, die kannst du so reinschlupfen mit deinen Stiefeln und dann stehst du quasi auf so kleinen Holzplateaus und machst dir die Stiefel nicht schmutzig, hoffentlich. Es sei denn, die Pfütze ist zu tief. Okay, also ich gehe jetzt davon aus, dass ich einen Standard-Malus habe auf alle körperlichen Talente und alle Kampfproben von 1. Ja, das könnte man, also zumindest solange du die Dinge anhast, ja. Mhm. Aber dafür wirst du nicht ganz so dreckig. Man muss Prioritäten setzen. So, erhobenen Hauptes, ich habe genau das Richtige getan. Und dass die beiden anderen das nicht einsehen, daran gewöhne ich mich so langsam. Man muss ja mit den Leuten arbeiten, die man finden kann. Und ich bin sehr froh, dass ich diese beiden gefunden habe. Wir haben dich gefunden. Ich schreite weiter voran, wie es sich ziemt.
Ja, wo wollt ihr denn? Gute Frau, wartet einen Moment. Meinst du die Trippenhändlerin? Sag jetzt nochmal zu der Trippenverkäuferin. Ja. Habt ihr unter Umständen hier drei vermummte Gestalten gesehen, die eine unschuldige Jungfer entführt haben gestern Nacht? Ah, passiert dauernd. Ja, da ist jetzt Dedrick ein bisschen sprachlos. Aber es handelt gestern? Sich um eine spezifische. Gestern? Sie wohnt da gestern Nacht, ja. Nee. Sie hatte keinen Korb dabei. Einer von den drei finsteren Gestalten war verletzt. Müssen wir mal im Spital fragen, vielleicht. Da wollten wir ja eh hin. Oder? Doch, wollten wir. Guter Gedanke. Da arbeitet sie doch. Absolut. Sehr fein beobachtet, Brea. Dann hab Dank, Mütterlein. Ja, Effort zum Gruß. Und sie trippelt weiter zum Gruß. Nächsten Wohl Kundschaft. Wohlan brechen wir auf zum Spital. Ja. Brea, wüsste sogar, wo das Spital ist, so grob. Ja, grob ungefähr so in die Richtung da. Mhm, genau. Also die Fürstenstraße runter und dann links und genau. Dann links die Gasse ein bisschen runter. Du weißt auch, Spital ist ein bisschen hochgegriffen. Es ist ein sehr idealistischer Akolut der Perreinekirche, der vor einigen Jahren hier helfen wollte, das Leid der Leute ein bisschen zu mildern und zumindest in medizinischen Dingen ihnen ein bisschen zur Seite zu stehen. Und der hat ein sehr, sehr altes, sehr marodes Gebäude. Du bist nicht sicher, ob er es gekauft hat oder ob er es von irgendjemandem mietet. Egal. Auf jeden Fall, da hat er so eine Art Spital eingerichtet, wo man, wenn man Verletzungen hat oder krank ist oder sowas, vorbeischaut kann, ohne dass Fragen gestellt werden. Das ist durchaus nützlich. Und der Typ, du erinnerst dich nicht an seinen Namen, der kann auch recht gut nähen. Also Verletzungen nähen. Ja. Genau. Ja. Und da führst du die anderen hin durch tatsächlich wirklich teilweise handtiefe Pfützen. Vorbei an menschlichen und tierischen Exkrementen. Immer wieder huschen Ratten über die Straße und es wird gefühlt immer dunkler. Das mag einmal daran liegen, dass sich der Himmel über euch zuzieht und wahrscheinlich so einen richtigen Wolkenguss ausbrütet. Zum anderen liegt es auch einfach daran, dass die Gebäude um euch herum tatsächlich jetzt so manchmal zwei oder drei Stockwerke haben und manche von denen sind wirklich so schief, dass sie so halb in die Straße reinragen. Ich sage euch, hier ist es kein Spaß, über die Dächer zu laufen. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich versuche so ein bisschen zu hüpfen, von nicht so direkt in die Pfützen reinzutreten, wenn es irgendwie möglich ist. Es geht schon. Ich bin sehr froh über diese Trippeninvestitionen und werde irgendwas sagen wie: Doch auch wenn der Sturm die Planken auf schräg richtet, wir schreiten weiter forsch voran. Das hast du schön gesagt, Dedrick. Danke, Brea. Sehr aufmerksam. So bin ich. Hm. Tatsächlich. Da vorne müsste es eigentlich gleich sein. Ja. Hier, ich glaube hier noch einmal um die Ecke und da. Ah ja, genau, da ist es. Das hässliche Ding da. Ja, das ist es. Es ist wirklich hässlich. Es ist wirklich schief. Und tatsächlich hängt ein Schild über der Tür, das die meisten Leute, die hier leben, wahrscheinlich nicht lesen können. Aber für alle von euch, die es können, steht dort Spital. Ja, ich kann tatsächlich ein bisschen lesen. Mhm. Noch einmal zur Erinnerung, wo ist dieser Schurke verletzt gewesen? Am Kopf, oder? Ja, also das hat der Alrik zumindest gesagt. Er hat gesagt, er hat sich ganz schön den Kopf gehauen oder ganz schön einen auf den Kopf gekriegt oder sowas. Dann wissen wir ja, worauf wir achten müssen. Niemand mit Leibschmerzen, niemand mit einem gebrochenen Fuße, sondern diejenigen mit einer Verletzung am Haupt. Was du nicht sagst. Gut, dann Die Tür ist offen, also natürlich angelehnt. Gehe ich voran. Angelehnt und steht so in einer Art etwas längerem, wahrscheinlich war es mal ein Flur. Auf der linken Seite sind
Es sind zwei Bänke aufgestellt, die unterschiedlich groß sind, auch auf denen Menschen sitzen, die Hilfe benötigen oder Hilfe gerade bekommen haben. Ihr seht einen jungen Mann mit einem relativ heftig aussehenden Verband und eine Dame, die sich irgendwie so die Wange hält, die so ein bisschen geschwollen aussieht. Scheint so, vielleicht Zahnschmerz. Und ihr seht, gerade aus einem Zimmer kommt ein etwas kräftigerer Mann mittleren Alters. Moment, ich glaube, der hat auch ein Bild. Ja, mit so einer mit so einem grünen Überwurf. Hat eine Schürze an, die er jetzt gerade an einen Haken an der Wand hängt. Und scheint sich auch nicht dafür zu scheuen, sich die Hände schmutzig zu machen. Weil er wischt sich gerade mit so einem sauberen Lappen, sehr sauberer Lappen, die Hände sauber und entlässt gerade einen Patienten, der sich kurz knapp bedankt, ein Seemann, und danach nach draußen geht und guckt dann so ein bisschen irritiert in eure Richtung. Hallo. Euer Ehren, sage ich. Oh, sehr nein. Sehr stolz, dass das ich mich da nenne. Das ist doch gar nicht nötig. Harmwulf, mein Name. Ihr seid üblicherweise nicht die Leute, die zu meinem Klientel gehören. Ja, und dann hört ihr es von hinten irgendwie rumoren. Das ist eine Unverschämtheit. Natürlich geht es mir gut. Ich kann gehen. Lasst mich sofort. Ich muss mich doch um meine Geschäfte kümmern. Die anderen werden alles ruinieren. Wie immer, wenn ich nicht da bin, läuft es nicht. Oh, entschuldigt, sagt Herr Wolf. Verzeihung, wir haben diesen zyklischen Dottore hier, Dottore Philippos, ist ja auch egal, auf jeden Fall, der hat sich verhoben und jetzt... Ein Dottore? Er hat sich verhoben? Er hat sich verhoben. Der ist freiwillig hier? Nein, natürlich ist er nicht freiwillig hier, man hat ihn hergebracht, weil ich sagte, ich könne helfen und jetzt will er einfach nicht stillhalten. Egal, nicht euer Problem, wie kann ich euch helfen? Und ihr hört im Hintergrund, lärmt es immer noch. Ich muss mich kümmern! Wir könnten ihn binden. Ich hoffe, das wird nicht nötig sein. Oder wir könnten ihm eins überbraten. Das könnte helfen. Ganz stolz schaue ich zur Seite. Das war echtes Seemannsgerede, nicht? Also eine Frage, war gestern Abend jemand hier, der eine Kopfverletzung hatte? Drei Leute, ja. Ja, drei Leute hatten eine Kopfverletzung? Ja, ist oder nicht so eine, ungewöhnlich. Oder drei Leute, von denen einer eine Kopfverletzung hatte. Also eine war eine Kneipenschlägerei, das war die dicke Itta. Okay. Dann war etwas später jemand da, der ist gegen eine Tür gelaufen, hat er zumindest behauptet. Ich halte das für nicht so ganz glaubwürdig. Der hatte auch einen Schneidezahn verloren. Und dann wenig später war noch ein Goblin da, der sagte, er ist ausgerutscht. Ja, Goblins, genau. Ja. Wir sind nämlich auf der Suche nach Silvana. Aber das war schon, das war schon sehr spät, der Goblin. Ja. Silvana. Ja. Silvana. Oh, die Enkelin von Igraine. Ja, die kenne ich. Richtig, die ist weg. Wie weg? Entführt. Nein. Doch. Oh ja. Das ist ja schrecklich. Ja, genau. Und natürlich ist ihre Mutter in heller Aufruhr und hat uns, tapfere Recken, Streiter für Licht und Ordnung, Entschuldigung, beauftragt, sie zu suchen. Und diesem Ansinnen sind wir unlängst nachgekommen und tun es noch immer. Alles, also, was ich tun kann, also ich meine, sie hilft hier regelmäßig aus, sie hat immer die Laken abgeholt, um sie zu waschen und dann zurückzubringen und meine Verbände ausgewaschen und so ein liebes Kind. So und ein anständiges Kind. Mädchen. Absolut. Ja. Zweifellos. Ja, und ihr meint, jemand mit einer Kopfverletzung hat sie entführt? Genau, also sie wurde überfallen. Und dann hat sie sich gewehrt und einer der Widersacher oder Widersacherinnen ist hingefallen und hat sich den Kopf gestoßen. Ich verstehe. Das kann dann nur die dritte Verletzung sein eigentlich, weil da der Winkel der Kopfverletzung stimmt. Aber warum sollten Goblins sie entführen? Keine Ahnung. Wir kennen die Frau nicht. Du hast doch mit ihr gearbeitet.
Also sie machte nicht so den Eindruck, als ob sie sich mit Goblins rumtreibt. Also ich meine, man muss dazu sagen, die Goblins waren sehr freundlich, ein bisschen schüchtern. Ja, also er war mit einem anderen Goblin hier auch, ja. Habt ihr in der letzten Zeit Goblins hier behandelt, als sie da waren? Das ist da vielleicht irgendeine Verbindung. Waren die Goblins vermummt, als sie hier reinkamen? Naja, nicht vermummt, aber also ja, sie hatten so dunkle Kapuzen an, ja. Bei dem Wetter. Aber die waren sehr freundlich. Die waren, also sie waren nicht unfreundlich, ich weiß nicht. Also ich meine, was man sonst so erwarten würde, wenn man aus dem Norden stammt, da sind die Goblins normalerweise nicht so freundlich. Aber Dedrick, Eloir, wenn die Goblins sie entführt haben, warum sind sie dann hierher gekommen ohne Sylvana? Wo ist Sylvana dann hin? Also ich meine, das ergibt ja keinen Sinn, wenn sie von der Entführung direkt ins Spital gehen. Oder vielleicht waren die Goblins nur dabei. Oder sie hatten schon zu dem Zeitpunkt ihren billigen Spaß gehabt und nein, ich will das gar nicht weiterdenken. Nein, vielleicht das wollen wir alle nicht weiterdenken, sagt Harmwulf. Die Goblins auch versucht, ihr zu helfen. Ist ja nicht erst gesagt, dass sie denen eins übergezogen hat. Aber erst entführen sie sie und prügeln sich und dann... Naja, vielleicht haben sie... Die waren doch, waren das zwei Männer? Der hat doch gesagt, das wären vier gewesen, oder? Und zwei Goblins sind hier aufgetaucht. Also entweder sind zwei von denen mit der Sylvana weg, oder aber die zwei Goblins gehörten zu der Gruppe und die zwei anderen sind keine Goblins. Oder aber die Goblins waren vielleicht zufällig da und kannten sie und haben versucht, ihr zu helfen oder irgend sowas. Der Typ, der hat ja... Ich habe ihn gefragt, wo... Also, weil Kopfverletzungen sind schwierig, ja. Da kann immer noch mal was sein und so. Und deswegen habe ich gefragt, wo sie sich denn aufhalten und... ja, also okay. der hat mir die Adresse aufgemalt. Ja, dann her damit. Ja, Moment, ich muss es finden. Ja, jetzt einen Moment. Ja, er geht wieder zurück und von diesem Zimmer und von hinten hört man es wieder. Ich bin Geschäftsmann. Ihr könnt mich hier nicht festhalten. Und dann hört man irgendwie so eine andere Stimme, die sagt, aber ihr seid Krahank, Philippos. Jetzt beruhigt euch doch. Und dann... Es ist tatsächlich so, dass er kurze Zeit später wiederkommt mit einem Zettel. Und da Während er weg ist. Ja. Was wir nicht gefragt haben, ist, wie viele Goblins schon als Sklaven verkauft worden sind, heimlicherweise. Vielleicht sind die Goblins auch gedungen von diesem Sklavenhändler, der das Komplott verursacht hat und tun so freundlich, weil sie nicht wagen, aufzubegehren. Also du hast eben angezweifelt, dass wir keinen Beweis dafür haben, dass sie an F hat glaubt, aber jetzt kommst du mit der Geschichte. Aber wir haben doch eine glaubwürdige Zeugenaussage darüber, dass es sich hier um einen Komplott handelt. Mit Sklavenhändlertum. Von wem nochmal? Ich glaube, er meint dich. Was? Ich weiß nicht. Ich bin Zeuge? Nichts wusste ich nicht. Ja, ach so. Hast du das nicht... Ihr müsst aufhören, mich so zu verwirren. Wie soll ich denn diese Mission leiten, wenn ihr mich die ganze Zeit verwirrt? Wer läuft hier mit Trippen rum? Ich laufe hier mit Trippen rum, damit ich erhöht stehe, wie ein Ausguck, damit ich die Gefahr von Weitem sehen kann. Genau, und deswegen musst du doch auch wissen, dass, wenn ich irgendwas sage, dass... Vergiss es. Das klang in meinem Kopf besser, als es dann aus meinem Mund kam. Oh, guck mal, da kommt er ja schon wieder. Wir können ihn ja fragen. Wenn der störrische Patient noch mal rumschreit, dann werde ich dann anmerken, dass es auch nicht viel schlimmer ist als die Seemannslieder im Schipperkrug. Es hat sich also irgendwie nicht viel geändert. Außer, dass wir unser Bier losgeworden sind. Ihr bekommt von Harmwulf auf jeden Fall einen Zettel. Darauf ist sehr, sehr krude gemalt. Eine Gasse und dann irgendwie abgebogen und dann irgendwie ein Gebäude und das hat jemand umkreist. Das könnte vielleicht Brea, wenn sie sehr hart nachdenkt, darauf kommen, welches Gebäude das sein könnte. Wenn sie eine Gassenwissenprobe schafft.
Ja. Ja. Wie sieht es denn mit Gassenwissen aus bei dir? Wissenstalente? Sind das Wissenstalente? Ja, nee, Geschichtswissen. Mann, wo ist es denn? Nee, Gesellschaft, da. Ja. Gassenwissen und ich bin ortskundig Havena. Ja, okay, das ist auf gut, das hilft auf jeden Fall. Schauen wir mal. Wir 17, 14 und bei dem anderen bin ich nicht sicher, was es ist. Den würfeln wir nochmal. Also 14, 17 und 4. Klugheit. 17, 14 und 4. Das ist geschafft. Das ist geschafft? Okay. Ja. Okay. Okay. Also mit Hängen und Würgen, aber ja, es dauert einen Moment. Ihr hört weiter von hinten Philippos schimpfen und dann irgendwann schiebt sich so eine dicke Frau an euch vorbei, sagt so, ey Arschkrampe, mach mal Platz. Ja. Und dann, ja, du bist ziemlich sicher, du weißt, welches Gebäude das ist. Das ist aber merkwürdig, weil du bist dir ziemlich sicher, das ist eigentlich eine Ruine. Aber okay, das Gebäude ist auf jeden Fall verlassen, da bist du ziemlich sicher. Aber gut, nachgucken schadet ja nicht. Genau, das machen wir. Gut. Du kennst den Weg, Bria. Ja, so ungefähr. Euer Gnaden, euer Ehren, Verzeihung, euer Ehren, Harmwulf. Harmwulf, ja. Wenn der Dottore, ich weiß, der Dottore verlangt noch eure Aufmerksamkeit, aber könnt ihr uns noch irgendetwas Hilfreiches mit auf den Weg geben? Natürlich. Den entscheidenden Hinweis. Ach so, ich hätte jetzt an eine Würselkrautsalbe gedacht oder so. Warum nicht? Ja, Moment. Ja, er kommt kurze Zeit später wieder und gibt so einen Tiegel, in den er offensichtlich gerade etwas gefüllt hat. Ja, Wirselkrautsalbe ist gut, hilft. Ist bei Verbrennungen, bei allen möglichen Oberflächenverletzungen, wenn es nicht zu groß ist, bisschen was davon drauf machen. Sauberer Verband, ganz wichtig. Und Hände waschen, ja. Oder mit Essig oder auch Alkohol. Und dann einfach drauf und dann heilt das gut. Hab Dank. Wir werden bei erfolgreicher Verrichtung Rapport an euch senden oder persönlich machen, wenn wir die arme Silvana zurückgefunden haben. Ja, danke. Bitte. Also, ich wüsste gar nicht, was ich ohne sie machen sollte. Ja, das arme Ding. Bitte. Ja, alles Gute. Dottore, ich komme! Wohlan. Brechen wir auf. Ja. Und dann macht ihr euch auf den Weg? Ja, so weiter rein ins Moloch. Ja, weiter rein ins Moloch. Ihr müsst euch nicht fürchten. Vorbei an weiteren Rattenkadavern und großen Pfützen. Inzwischen helfen die Trippen auch nicht mehr wirklich so. Also die Mischung aus Matsch und Scheiße, die schwappt jetzt schon so an die Seiten deiner Stiefel. Vermutlich ist das der Grund, warum alle Einheimischen, denen ihr hier begegnet, keine Trippen tragen. Weil sie wissen, dass es absolut sinnlos ist. Und aber der Drick trägt sie mit Würde. Und ihr kommt natürlich zu einem wirklich sehr extrem windschiefen Gebäude. Wirklich tatsächlich, wie Bria schon gesagt hat, mehr eine Ruine, ein längst verfallenes Haus, das wahrscheinlich mal so eine Mietskaserne war mit vielen kleinen Wohneinheiten. Das Dach hat seine Dienste schon vor Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, aufgegeben und durch mehrere teils mit Brettern halbherzig verhangene und vernagelte Fenster seht ihr Trümmern im Inneren. Balken hängen kreuz und quer von der Decke herab, umgestoßene Sitzgelegenheiten und ein morscher Tisch könnt ihr im Inneren sehen. Es ist inzwischen wieder sehr windig, der Himmel hat sich weiter zugezogen und die Fensterläden dieser Ruine klappern. Einer hängt nur noch so windschief an einem Scharnier. Und da hier wohnt garantiert niemand. Aber ihr dürft alle mal eine Sinnesschärfeprobe machen. Ich würfel mal für Bria.
Rhea hätte 4, 5, 9, was sehr gut ist. Detrick. Auf jeden Fall. Detrick hätte 17, 17, 3. Ich glaube, der ist viel zu beschäftigt, damit zu laufen, als dass er sich auf irgendwas in seiner Umgebung konzentriert. 17 auf Kluka. Ja, okay, nee. Mhm. Und dann hätte ich für Elo hier nochmal 4, 5, 9, was auch sehr gut ist. Und ich habe also auch völlig beschäftigt. Das heißt, Hinterhalte zu bemerken. Damit zu sagen, ich bin völlig beschäftigt, damit zu sagen, so, hier wird es geschehen. Das ist der Ort des großen Endkampfes und ich ziehe schon mal meine Waffe. Ja. Ich lese einfach zu viele Bücher. Und tatsächlich liegt. Steige von einer Treppe herunter. Liegt da eine Kellertür. Seht ihr? Eine Kellertür. Der Endkampf ist wohl noch ein Stockwerk tiefer. Die zu ist. Tatsächlich. Und die ein bisschen besser aussieht als der Rest vom Haus. Also sind so ein paar Stufen. Und ja, ist euch überhaupt nur aufgefallen, weil so ein bisschen so ein Rinnsal an Wasser darunter rinnt. Aber ja, da ist so eine Treppe und da unten ist noch eine Kellertür. Die ist zu. Bria, was meinst du, Schmuggler? Könnte gut sein, Schmuggler, ja. Aber was sie genau, ja, Menschenhändler. Menschenhändler wäre echt übel, weil die sind teilweise wirklich gefährlich. Naja, dann ist Dedricks Idee ja vielleicht nicht so schlecht. Ich ziehe dann auch mal mein Schwert. Ja, und ich zucke mein Dietrich-Set. Mhm. Ja, die Tür ist kein Problem, also die ist auch nicht abgeschlossen oder so. Ach so. Na nee, dann. Nee, langweilig. Die Tür ist nicht abgeschlossen. Wir rechnen nicht mit uns. Und es führt eine Treppe nach unten. Ich habe es jetzt auch mal eingeblendet, falls ihr gucken mögt. Wie peinlich, das bleibt unter uns, oder? Ja. Meine Lippen sind versiegelt. Der Raum ist knapp 6x6 Schritt groß, unbeleuchtet. Und hier finden sich einige hölzerne Kisten und Truhen und große Weidenkörbe. Und es riecht so ein bisschen, ja, kennt ihr das, wenn man die Wäsche gewaschen hat und dann hat man sie so 3 bis 4 Tage liegen lassen? So riecht das. Oh, ja. Ja, so riecht das, genau. Ja, und ihr bräuchtet Licht. Ich habe in meinem kleinen Rucksack Feuerstein und Stahl eine Fackel dabei. Okay, perfekt. Dann machen wir Licht an. Sind sie nicht feucht geworden? Moment, warte. Nein, ja, da ist eine Flamme und ihr habt ein bisschen Licht. So, wer ist vorne? Du. Lass mich vorangehen. Drück die Wand. Du kannst meine Gedanken lesen, Dedrick. Wo willst du denn hin? Wie gesagt, dieser fast quadratische Raum mit den großen Weidenkörben und Kisten. Wie wäre es, wenn der Letzte die Fackel nimmt? Denn wenn du vorne gehst mit der Fackel, blendest du dich nur. Nun gut. Ich bin die Letzte. Ich gebe die Fackel weiter. Schnick, schnack, schnuck. Nein, ist okay. Ist gut, ich gehe als Zweiter. Ich halte mir ein Auge zu. Das ist wegen der Lichtverhältnisse. Und gehe dann runter. Ja, die Treppe tut dir nichts. Also du hast ja die Treppen ausgezogen, ne? Ja. Okay, gut. Wenn ich unten angekommen bin, nehme ich die Hand vom Auge weg. Was mir genau nichts bringt. Nee. Und ich habe das irgendwo gelesen. Darum trägt man eine Augenklappe, wenn man ein Schiff entert. Gut, und dann schaue ich mich da unten genauer um. Und mit der Spitze meines Havena-Messers werde ich diese Körbe inspizieren. Bewegen. Ich suche nach allem, was mir bekannt vorkommen könnte und was mit diesem Fall zu tun haben könnte. Also entspricht die Form eines solchen Korbes, der Form des Korbes, den Silvana getragen hat. Gibt es hier Birnen, Reste oder so etwas in der Richtung? Okay,
Das hat zwar kausal alles nichts miteinander zu tun wahrscheinlich, aber trotzdem könnte es ja Hinweise sein. Ich war schon mal so frei für dich zu würfeln. Tatsächlich, du findest nach ein bisschen, also du hebst so Deckel an und guckst so ein bisschen. In den meisten befinden sich so irgendwie, keine Ahnung, nasse Lumpen. Anders kannst du es dir nicht erklären. Es ist auf jeden Fall nicht nett und riecht auch ziemlich modrig. Und einer der größeren Körbe, eigentlich der größte in diesem Raum, unten an der Ostwand, der ist tatsächlich, da sind nur so ein paar Lumpen unten am Boden drin. Und als du den so ein bisschen mit dem Fuß anstößt, stellst du fest, dass darunter, als du ihn bewegst, natürlich eine Falltür ist. Ich hab's gewusst. Mhm. Diese Falltür. Ja, dann schaue ich mir die mal näher an. Diese Falltür. Ja, Falltür. Handel ist üblich. Kann man hochheben. Ja. Ist nicht dann werde ich das verkünden. Aha, eine Falltür. Brea, vielleicht guckst du mal, wenn da tatsächlich jetzt jemand irgendwas drunter verbirgt, hat er vielleicht eine Falle an. Ist sie wirklich abgeschlossen oder veräppelt ihr mich jetzt wieder nur? Nee, die hat gar kein Schloss. Also die hat kein Schloss. Wenn man die jetzt einfach aufmacht, vielleicht kannst du mal schauen, ob du einen Hinweis findest. Ein Hinweis? Eine Apparatur eine Falle. Von Hinterlist. Ja, also ja, schau es dir genau an. Ja, gut. Na gut. Ich schaue nach einer Falle. Also, wenn ich einen Schmuggler wäre, die sitzen, Haaren, bin ich sicher. Mechanismen, einen komischen Geruch. Alrighty. Dann gucken wir mal, was deine Sinneschärfe so sagt. 12, 5 und... Kann ich schon wieder nicht wirklich. Ist das eine 13? Ist das eine 18? Keine Ahnung. Okay, nehmen wir nochmal einen extra Würfel. 20. Oh, ja. Echt jetzt? Ja. Was ist das letzte, worauf du willst? Ivi. Ja. Nee. Warte mal, Intuition habe ich. 14. Ich habe einen Talentwert von 10. Ja, dann müsstest du. Es könnte. Klappen? Es könnte klappen, ja. Ich würde sogar sagen, das hat geklappt. Ich würde sagen. Es ist also so Arsch auf einmal. Also du findest auf jeden Fall nichts. Ob das daran liegt, dass nichts da ist oder ob das daran liegt, dass ich jetzt hier nicht sage, weißt du zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber du kannst feststellen, diese Tür, also diese Falltür hat kein Schloss. Die kann man einfach so anheben. Also könnte man, wenn man das möchte. Ihr könnt jetzt natürlich auch gehen und sagen, nee, ist zu viel verlangt. Also. In Anbetracht der Tatsache, dass wir hier im Orken-Dings sind, hab schon wieder vergessen. Orkendorf. Orkendorf. Oder ich weiß, Einheimische sagen auch einfach im Ork. Oder jemand ist genau. aus dem Ork. Genau. In einem verlassenen Dings. Und dann hier unten. Ich glaube, nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher und ich greife beherzt an diesen Griff, dass da keine Falle ist und heb den Deckel hoch. Okay. Ja, Deckel ist oben. Es führt eine Leiter nach unten. Und ihr lebt alle noch. Cedric, nach dir. Natürlich. Klettere ich die Leiter runter. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ein Grubenvogel hier. Man muss dazu sagen, ich habe diese Karten, die ich jetzt einblende, hier sehr stark überarbeiten dürfen, denn im Abenteuer selber ist nur die Meisterversion drin. Das heißt, da sieht man ständig als Spielende, sehen da ständig Sachen, die sie nicht sehen sollen. Das heißt, ich habe sie ein bisschen bearbeitet. Und ich muss jetzt immer hoffen, dass ich es geschafft habe, die verschiedenen Versionen dieser Karte so zu beschriften, dass ich noch weiß, welche ist. Ich probiere es mal mit der hier vielleicht. Die sieht gut aus. Ja, nehmen wir doch die. So, dahinter ist ein kleiner Gang. Tatsächlich hinter dieser Falltür mit dem Weidenkorb. Ach, jetzt steht der Weidenkorb wieder auf der Falltür. Egal, habe ich vergessen. Und ihr seht tatsächlich einen etwa 3 Schritt langen Tunnel. Stockfinster auch. Ihr habt ja zum Glück eine Fackel. Und da hängt so ein Vorhang am Ende. Mehr seht ihr erstmal noch nicht. Dann gehe ich direkt auf den Vorhang zu und reiße ihn zur Seite.
Du reißt den Vorhang zur Seite. Hinter dem Vorhang befindet sich tatsächlich ein weiterer Raum. R1 auf der Karte. In der Ecke liegt ein wenig Stroh rum. Und ist etwa 5x5 Schritt groß, auch unbeleuchtet. Und da liegt eigentlich außer diesem Haufen Stroh an der Südseite nichts. Es gibt eine geschlossene, hölzerne Tür an der Nord- und der Westseite. Und neben der Nordtür hängt eine Laterne an einer Halterung in der Wand, die ist allerdings nicht an. Das ist sehr praktisch. Ihr seht auf dem Boden, der so erdig ist, also es ist kein verputzter Boden oder belegter Boden oder so, seht ihr Fußspuren. Verschiedene Größe, verschiedenste Richtungen. Von klein bis echt groß. Aber nicht so riesig. Nämlich also, Andrea. So Goblin-klein? Ja, so Goblin-klein bis Mensch mit extrem großen Stiefeln. Bria, sind hier Silvanas Spuren zu finden? Boah, woher soll ich das wissen? Du verstehst dich doch aufs Spurenlesen, dachte ich. Ich guck mal, ob ich Silvanas Spuren... Ich weiß gar nicht, wie Silvanas Spuren aussehen. Du hast keine Ahnung, was sie für Schuhe trägt oder wie groß ihre Füße sind. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich kann dir sagen, schau dich trotzdem erwartungsvoll an. Ich kann hier sehen, siehst du diese Spuren hier? Hier ist ein Reh längs gelaufen. Dieses Reh war läufig. Und dort in der Ecke, siehst du diese kleinen Moosteile? Nein, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Elo hier. Was wollen die denn mit einem Reh hier unten? Elo hier, du hörst etwas. Und zwar hörst du eine Stimme. Du bist dir nicht sicher, ob sie in deinem Kopf ist oder direkt neben deinem Ohr. Aber du hörst, wie jemand zu dir sagt, warum verfolgt die Praioskirche Ameisen? Ja, hier war alles in Ordnung. Du guckst so, als hättest du gerade irgendwie aus Versehen... Nicht weil sie Insekten sind. Hören wir das jetzt auch? Nein. Ah ja. Eloir, alles in Ordnung? Habt ihr das auch gehört? Was gehört? Das mit dem Reh, ja. Das läufige Reh. Aber sonst nichts? Nee. Also... Hast du denn was gehört? Alles gut. Ich habe mich geirrt. Brea. Also insgeheim frage ich mich jetzt gerade, ob ich vielleicht doch nicht so viel Bier vertrage. Die anderen Seelen haben mal gesagt, ich würde nicht besonders viel Bier vertragen. Ich finde, ich vertrage voll gut. Aber vielleicht hätte ich es doch nicht so schnell trinken sollen. Ich weiß nicht. Brea, jemand zwickt dich in die Wade. Es ist äußerst schmerzhaft und du erhältst eine Stufe Schmerz, aber nur sehr kurz. Die ist jetzt schon wieder weg. Aber, gibt's hier Ratten? Ich halte nach Ratten Ausschau. Du siehst keine. Das war so... Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, so Wade, aber fast schon Kniekehle. Also wäre auch eine verdammt große Ratte gewesen. Das wäre eine verdammt große Ratte. Ja, ich glaube, ist doch jemand irgendetwas. Hier. Ja, jemand ist hier. Ich ziehe meinen Dolch. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Mhm. Frisch voran, sage ich. Und wo wollt ihr hin? Ich greife nach der nächsten Tür. Ja, entweder geht es nach oben, also nach links vom Raum aus, oder ihr könnt geradeaus weitergehen. Geradeaus natürlich. Geradeaus, okay. Vorbei am Stroh, die Tür geradeaus. Du nimmst die Tür in die Hand, also die Türklinke, und öffnest sie. Ja, okay. Mhm. Die Tür öffnet sich, ist kein Problem. Dahinter ist ein Gang. Und zwar ist der relativ lang und relativ unrat bedeckt. Also der komplette Boden dieses Ganges, teilweise sind es alte Stofffetzen. Bei manchen Sachen seid ihr auch nicht ganz so sicher, was das so ist. Aber der ist komplett zugemüllt, der Boden. Und Also
Gut, bei aller Tapferkeit, ich muss aufpassen, wo ich hintrete, wegen der Schuhe. Ich habe diese Trippen nicht umsonst gekauft. Es gibt diese Laterne, die da hängt im Vorzimmer. Die werde ich jetzt erstmal in der Fackel anzünden, bevor es weitergeht. Okay, du machst die Laterne an. Du hast eine Laterne. Dann die kannst du auch abblenden tatsächlich auch. Mhm. Gut. Ich gebe die Fackel zurück, und aber natürlich blende ich diese Laterne nicht ab. Ich blende voll in den Gang rein. Okay, ja, der Gang ist ausgeleuchtet und ja, da liegt, wie gesagt, jede Menge Unrat am Boden. Also so, dass man den Boden des Ganges selber eigentlich gar nicht sieht. Gut, dann gehe ich jetzt in den Gang hinein mit vorgestrecktem Säbel. Mhm. Okay, du hörst unter deinen Füßen, also unter deinen Stiefeln vielmehr, irgendwie Dinge zerbrechen. Hört sich ein bisschen an wie Popcorn. Ist wahrscheinlich auch irgendwelches Ungeziefer, was da lebt, über das du gerade läufst. Und am Ende des Ganges siehst du eine weitere Tür. Das ist eine wirklich finstere Räuberhöhle. Genau so sind die. Mit Ungeziefer am Boden. Also so pflegen Räuber zu leben. Ich bin noch im ersten Raum, in dem ich gezwickt wurde und wische so ein bisschen hektisch mit der Fackel durch die Gegend und steche mit meinem Dolch in das Stroh. Du findest tatsächlich nichts, aber was du hörst, ist, auch du hörst eine Stimme direkt neben deinem Ohr oder in deinem Kopf, du kannst es nicht genau sagen. Und sie sagt: Aus welchem Metall sind die Amulette von Fexgeweihten gemacht? Aus Diebstahl! Ich hau mal so auf die Seite, wo die Stimme herkommt. Okay. Treffe ich was? Nein, du triffst nichts. Scheiße. Halleluja. Ja. Ich habe auch nichts gehört. Ja, war es auch ein dummer Witz? Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Ja, ne? Also er hat Humor. Kennst du schon den? Treffen sich zwei Jäger. Beide tot. Ihr hört es lachen. Und zwar hysterisch. Oh mein Gott. In einer Ecke von dem Raum, wo Brea noch ist. Ja, aber da ist nichts. Der war gut. Der war gut. Ich werf meinen Dolch. Du wirfst deinen Dolch. Herum. In diese Ecke. Ich werf meinen Dolch. Okay. In diese Ecke. Lass uns mal würfeln, wie gut du diese Ecke triffst. Du triffst diese Ecke. Das ist eine 8. Ganz hervorragend, würde ich sagen. Also du triffst zumindest auf jeden Fall diese Ecke. Und just in diesem Moment wird da tatsächlich, manifestiert sich etwas in diese Ecke. Ich muss gerade gucken, ich habe hier bestimmt auch irgendwo ein wunderschönes Bild. Tada! Ein kleines, blauhäutiges, langnasiges Wesen mit sehr missliebig dreinschauend, guckt zu diesem Messer, was wirklich so, also die Gestalt ist wirklich sehr klein, so vielleicht so vasengroß oder so, über dem in der Wand eingeschlagen ist, guckt so, das wäre aber nicht nötig gewesen. Und dann, ein Klabauter. Verflixt noch eins. Was soll das denn? Ich sehe die Moral in meinem Team schwinden. Also ergreife ich die Initiative, mache eine bedrohliche Figur und sage: Eine Heldengruppe aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Er schnipst einmal und dann zwickt es dich in den Hintern. Ja. Und was soll das denn? Was soll das denn? Wer ist hier wo eingedrungen? Tut uns leid, wenn wir hier in dein Zuhause so gelatscht sind, ohne anzuklopfen. Ja, wir wussten nicht, dass du hier wohnst. Ja, besser. Soll euch das leid tun? Wirklich leid tun? Also ich meine, es tut uns leid. Also ich meine, wir sind auf der Suche nach einem jungen Mädchen, das entführt wurde, und es ist hier halt dunkel und gefährlich, und da ist man halt ein bisschen übervorsichtig. Darf ich das wieder? Ich nehme das Messer vorsichtig. Tut mir leid. Wie nennt man einen Keks unter einen Baum? Ein schattiges Plätzchen. Ich mag diese Witze. Erzählt mir mehr davon. Oh. Halleluja. Wir haben keine Zeit, jetzt Witze zu erzählen.
Doch, es ist immer Zeit, um Witze zu erzählen, du böser, unhumoriger Sack auf zwei Beinen. Was heißt Sack auf zwei Beinen? Ich bin Dedrick von Hinterhus. Ich bin nicht ein Sack auf zwei Beinen. Er kneift dich wieder in den Hintern, indem er schnipst. Er ist ein sehr gut aussehender Sack auf zwei Beinen. Und lass das, sonst wird nachher sein Gesicht zu rot. Ich finde nicht, dass er gut aussieht, sagt der Kobold und verzieht angewidert das Gesicht. Ich habe es nicht nötig, mich hier beleidigen zu lassen. Und ich habe es auch nicht nötig von euch, Herr Klabauter, in irgendeiner Weise schön gefunden zu werden. Ich frage mich, warum ihr hier euer Quartier aufgeschlagen habt, in dieser veritablen Räuberhöhle, wo Katz und Maus sich gute Nacht sagen, in diesem Mietshaus. Mietshaus! Was? Ich mag keine Katzen. Ich verstehe das nicht. Wir wollen eure Kreise nicht stören, Herr Klabauter, aber wir haben einen fiesen, abgründigen Sklavenhalter und Händlerring auszuheben, der lauter Goblins sich unterworfen hat und arme Jungfern gefangen hält. So, haltet uns nicht in der Arbeit. Redet der immer so viel? Was? Helfen? Wieso sollte ich helfen? Was springt dabei raus? Ruhm und Ehre, wir werden euren Namen in die Welt hinaustragen. Wie heißt dafür müsst ihr den erstmal wissen. Rumpelstilzchen. Ja, das ist richtig, darum habe ich ja gefragt. Nein, Rumpelstilzchen ist ein Cousin drin grades. Nein, der bin ich nicht. Mist. Stumpelrielchen? Nein, da kommt ihr nie drauf. Vergesst es. Nee, da kommen wir nie drauf. Alrik! Nein, nein, nein. Also, nein. Alrik, so nein, heißt nein, mein Bruder. Nein. Wie wäre es mit ein paar Witze? Ja, aber dann verrate ich doch nicht meinen Namen, bin ich denn blöd? Mit dieser wunderschönen Effert- und Neckar-Statue, die ich ganz zufälligerweise dabei hatte. Oh, ja, zeig mal her. Das sieht gut aus. Ja, hier. Ja, würde ich nehmen. Ich kann euch eine Zeichnung dafür geben, die ich gemacht habe, wenn ihr wollt. Ja, hier, guckt mal. Eine Zeichnung von was? Ja. Zeige ich euch. Ja. Moment. Ich hoffe, das ist keine unanständige Zeichnung. Ich hoffe irgendwie schon, dass es eine ist, aber das bringt uns nicht weiter. Sie ist unanständig gut. Ja, das will ich mal festgehalten haben hier. Bitte. Da ist sie. Ist sie nicht schön? Ich bin sehr stolz auf sie. Ich möchte meine Statue wieder haben. Das ist ganz klar ein Torwaller. So, habt ihr denn... Mit bösen Augen. Nein, er schielt. Danke, Chat. Wo ist eure Signatur? Was ist das? Eine Unterschrift. Man setzt seinen Namen unter eine Zeichnung, damit man weiß... So, als Künstler, ja, Moment. Wer die Zeichnung gemacht hat. Er schnipst kurz, es kneift dich wieder jemand in den Arsch und dann taucht eine Feder in seiner Hand auf. Ich könnte das. Und dann setzt er tatsächlich etwas, was relativ schwer leserlich ist, unter dieses Bild. Aber man könnte es entziffern. Wenn jemand von euch eine Klugheitsprobe schafft, dann werde ich das tun. Wir nehmen jetzt mal die 3W20 und wer seine Klugheitsprobe am besten schafft, ist am nächsten dran. Und zwar von links nach rechts. Brea, Dedrick, Elo hier. Die sind alle nicht so helle hier. Also, okay. Brea hat eine 2, Dedrick hat eine 8 und Elo hier hat eine 16. Also, ihr guckt euch das alle an, können nicht so recht, aber... Brea ist der Meinung, sie liest da Karabustel. Karabustel. Karabustel? Ihr habt da Klabauter draufgeschrieben, einfach. Nein, das reicht ja nicht. Das ist eine Bezeichnung und kein Name. Karabustel? Ja. Karabustel? Scheiße, woher wisst ihr das denn? Was ist draufgeschrieben? Oh nein. Und dabei sagen sie immer, verrat niemandem deinen Namen, verrat bloß niemandem deinen Namen. So, jetzt kriegen wir deinen Topf voll Gold. Nee, Moment, das war was anderes. Was? Wir müssen eine Jungfer in Nöten retten.
Ja, also... Wenn ein Topf voll Gold hätte, wird er hier nicht wohnen. Aber du musst uns jetzt helfen, weil wir deinen Namen herausgefunden haben. Ja, ich weiß. Ach, verdammt. Also gut, ich zwick euch nicht mehr, ja? Und ich mache auch keine dummen Witze mehr. Und so schlecht waren die gar nicht. Wir wollen wissen, wo Silvana ist. In ihrem Zimmer. Und wo man in dieser Stadt einen anständigen Hund hat. In ihrem Zimmer? Ja, sie ist auch sehr nett. Also was bitte, heißt sie in ihrem Zimmer? Bitte tut ihr nichts. Naja, sie hat ein Zimmer. Wir wollen ihr nichts tun, wir wollen sie retten. Ach so, ja, das fände sie wahrscheinlich gut. Sie ist nicht sehr gerne hier. Wo, gut, wer hält sie denn gefangen? Oh, die beiden hässlichen Menschen. Einer hässlicher als der andere. Der eine nennt sich Basilius, der Rote, und der andere heißt Hakenjo. Oder Joe, ich bin nicht ganz sicher. Oh, das ist nie gut, wenn irgendjemand der Rote heißt. Gar nicht gut. Ja, Elo hier, und du hast schon mal von Basilius der Rote gehört. Piratenkapitän. Nee, ja, schön wär's. Nein, das ist auch ein Seefahrer. Also hauptsächlich so Schmuggel und Piraterie und so. Ja, aber also der kommt ursprünglich aus dem Svelthal. Aber du warst mit dem mal eine Woche auf einem Schiff. Extrem unangenehmer Typ. Sehr oh, von sich überzeugt. Ich. Was? Wen? Den Hakenjo oder den Roten? Den anderen. Das, Den kennst du? Ja, das ist ein ganz überheblicher Kerl. Fährt auch zur See. Und er ist mein Erzfeind seit Jahrzehnten. Das nicht, aber ich hatte mal auf demselben Schiff eine Heuer und das war halt, naja, länger als eine Woche habe ich es da nicht ausgehalten. Der ist unangenehm. Und ich halt denk mal sehr skrupellos. Also was immer der im Schilde führt, das ist garantiert nichts Gutes. Na dann, wo ist das Zimmer und wo sind die Männer? Also, wollt ihr die Zeichnung jetzt haben oder nicht? Ja, bitte. Okay, er gibt sie euch. Ihr dürft sie in euer Inventar tun. Ja, bitte, hier, Dietrich, nimm du sie. Ja, er sagt, ihr müsst jetzt quasi nach Norden gehen, den Gang. Also nicht den Gang, in den ihr gerade gegangen seid, sondern den anderen. Da geht es durch ein Zimmer, da wohnen die Schwarzpelze. Dann kommen da die Zellen mit den Gefangenen. Und danach kommt ein Zimmer, da wohnen diese beiden unleidlichen Menschen. Aber auch nur tagsüber. Nachts sind die meistens woanders. Die Schwarzpelze, wie viele Schwarzpelze sind denn da zu besiegen? Vier. Also, ja. Vier, da wohnen da. Ein Ork-Mann, eine Ork-Frau und zwei Ork-Kinder. Tja, Orks im Orkendorf. Vielleicht sollten wir es heimlich versuchen, weil die beiden anderen werden auch da sein. Und wenn wir mit den Orks einen Kampf anfangen. Silvanas Zimmer ist hinter dem Gemälde im Zimmer von Basil und Hakenjo. Das ist sehr hilfreich. Ja, da ist eine Geheimtür. Und deswegen ist meine Zeichnung so wichtig. Sie ist ein Hinweis. Aber habt ihr nicht von mir? Nee. Ja, dann. Ich hätte noch einen. Ja, raus damit bitte. Ja. Was ist blau und stört beim Essen? Oh, den habe ich schon mal gehört, aber ich komme nicht mehr drauf. Eine Sturmflut! True. Ja, das ist wahr. Ja, gut. So habe ich das noch nie betrachtet. Ziemlich gut. Gut. Dann, gut. Ich mache mal Mittagsschlaf, wenn ihr was braucht, ruft meinen Namen, aber nicht zu laut, sonst hören es die anderen, ja? Mittagsschlaf, das ist doch vielleicht noch eine interessante Frage. Wann halten denn diese Orken ihren Mittagsschlaf? Keine Ahnung. Hab mich mit denen so genau nicht befasst. Die sind nicht sehr freundlich. Die Goblins sind ganz nett. Ah, Goblins gibt es auch. Ja, die sind den Gang runter hier, wo ihr gerade langlaufen wolltet. Die wissen wahrscheinlich schon, dass ihr kommt. Die hören sehr gut. Und wahrscheinlich machen sie sich richtig in die Hose gerade. Tja. Irgendwie mag ich den Kleinen. Vielleicht werden die Goblins ja hier von den anderen ein bisschen unterdrückt, wenn die nett sind und die anderen nicht so. Vielleicht können wir sie zu einem Aufstand überreden.
Keine schlechte Idee. Also, bis später! Ja, Puff. Es macht aber Pop und er ist weg. Sind diese Goblins denn nicht die Schurken, die sie entführt haben? Ja, wenn sie es im Auftrag gemacht haben, weil sie versklavt wurden, dann vielleicht nicht. Für Geld macht man in dieser Stadt fast alles. Eigentlich alles. Ich mache nur fast alles. Ach, das war wieder ein Witz, nicht wahr, Bria? Genau. Gut. Das bedeutet nun also, wir können uns für einen harten Kampf rüsten. Ja, oder wir reden erstmal mit den Goblins. Ich bin dafür, dass wir mit den Goblins reden. Die wurden jetzt von zwei unterschiedlichen Leuten als relativ umgänglich beschrieben. Probieren genau. Vielleicht können die uns ja helfen. Vielleicht können die Goblins mit den Orks reden. Oder diese ablenken, dass wir da einfach so durchkommen. Richtig. Dann haben wir es nur noch mit dem harten Typen und dem roten zu tun. Roten. Und den das heißt, können wir bestimmt in den Arsch treten. Wir können also einen dieser Goblins als Geisel nehmen und sie erpressen. Nein, wir reden erstmal mit ihnen. Gut, dann reden wir mit ihnen. Ja. Dann ziehe ich wieder meinen Säbel und schicke mich an, in diesen Gang zu gehen. Vielleicht ohne den gezogenen Säbel. Weil dann glauben sie uns vielleicht nicht, dass wir nur reden wollen. Und du bist auch schnell ziehen. Du kannst auch schnell ziehen, oder? Schneller als ein Goblin. Vielleicht. Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ja. Also ich muss das einen Moment lang verarbeiten, aber den Moment könnt ihr gerne nutzen. Dass das, ja, ja, dann gehe ich mal vor, ohne Gezogen. Ja, geh doch mal vor. Also, den G1-Gang runter Richtung Osten, da ist eine Tür. Ja, die guckt euch unschuldig an. Auch sie ist nicht verschlossen, die hat gar kein Schloss. Aber sie ist zu. Ich klopfe mal leise. Ich halben Dungeon alarmiere, aber praktisch so ein bisschen, dass es hilflich ist und dann gehe ich mal rein. Okay, du machst dann... Also ich mach sie erstmal auf. Irgendwie. Ja, du machst die Tür langsam auf, sie geht in den Raum auf. Du siehst einen umgekippten Tisch, der so in deine Richtung mit der Tischplatte und dahinter siehst du verschanzt so drei Goblins, ja, und du siehst auch direkt einen neben der Tür, der so einen großen Knüppel in der Hand hält, aber offensichtlich noch zögert und so etwas fragend zu denen hinter dem Tisch guckt, die alle ihm signalisieren, er solle zuschlagen, aber er rafft es nicht so ganz. Nicht schießen, wir wollen nur reden. Nicht schießen, ja. Schießen? Jetzt gucken sie es alle sehr irritiert, also du hast sie damit wirklich kalt erwischt. Vielleicht hätten wir schießen sollen. Schießen? Ja, der mit dem Knüppel weiß überhaupt nicht mehr, was er machen soll und lässt den Knüppel jetzt sinken und geht so einen Schritt zurück hinter so einen Stuhl, den er versucht zwischen sich und dich zu bringen. Bria, das läuft alles völlig falsch hier, so macht man das doch gar nicht. Wieso? Warte, Hinterhalt! Sagt jetzt der Goblin, der hinter dem Stuhl steht. 1A, Hinterhalt! Und ja, der war ganz großartig. Ich wäre fast drauf reingefallen. Ja, fast. Beim nächsten Mal klappt es. Der Goblin, der hinter dem Stuhl steht, hat auch eine Beule am Kopf, auf der so ein Verband ist. Na. Passt auf. Ich mach das kurz. Entweder ihr könnt uns jetzt helfen. Oder wir werden uns prügeln, aber wir haben die Möglichkeit, das vielleicht nicht machen zu müssen. Da müssen wir euch nicht totschlagen, es liegen keine Eingeweide rum, es wird alles nicht so unschön. Oh, ja! Wir suchen die junge Frau, die ihr heute Nacht entführt habt. Silvana? Ja, genau. Aber wir haben den Eindruck, vielleicht habt ihr das ja nicht auf euren Geheiß getan, sondern auf den von jemand anders. Ja, immer. Menschen man schickt. Und arbeitet ihr freiwillig für den? Er guckt so ein bisschen zu den anderen. Die anderen schütteln so alle den Kopf. Nein. Oder seid ihr hinterlistige Schurken, die das zum Spaß tun und sich an unschuldigen Jungfern vergreifen? Also hör mal hier. Ich erkläre dir jetzt mal, wie das hier so läuft. Manche Leute in dieser Stadt müssen einfach Dinge tun, die vielleicht nicht so strahlend schön wie deine Unterwäsche sind, um über die Runden zu kommen und um irgendwas zwischen die Zähne zu bekommen. Und das sind manchmal einfach auch ganz normale Leute, die irgendwie mal Mädchen entführen. Aus einem Platz jetzt raus, der hinter diesem Tisch sitzt, der hat so ein bisschen extrem schiefe Hauer. Für Geld, sagt er.
Fürs schöne Geld. Ich schätze nicht, wie häufig du über meine Untergewandung redest. Das, wenn du keine anderen Sorgen hast, mein Süßer, ist das in Ordnung. Vielleicht solltest du es schätzen. Jetzt bin ich noch unsicherer hier. Aber das Falsche ist doch das Falsche. Und für Geld, das ist sehr verwerflich. Ihr müsst das lernen, Goblin. Ja, verwerflich, sagen sie alle und nicken betreten. Gut. Ja, ich nick auch betreten. Und ihr werdet es nicht wieder tun. Dann können wir vielleicht von einer gerechten Strafe absehen. Nein, sagt der Erste, dann sagen alle anderen auch nein und schüttelt den Kopf. Und dann sagt der eine, der vorhin Geld gesagt hat, vielleicht. Das ist doch wunderbar, dann sind wir doch alle einer Meinung. Nein. Einen Moment. Also vielleicht ist sehr wenig. Sehr, sehr wenig. Wenn hier alles in dieser Stadt nach ich gebe dir was und du gibst mir was läuft, dann werdet ihr dieses vielleicht euch verdienen müssen, indem ihr uns helft. Das ist jetzt gar nicht so dumm, was er gesagt hat. Einer der Goblins tritt so ein bisschen hinter diesem Tisch hervor, kratzt sich so am Kopf. Der hat bisher eigentlich immer nur alles nachgeplappert, und zwar so als Letzter. Und der scheint jetzt hart zu überlegen und es merkt ihr daran, dass der irgendwie so an seinem Zahn rumpult. Und sagt dann... Das ist nicht in der Nase. Sagt dann, ja. Menschen nicht gut zu uns. Wir damals nur helfen wollen Schwarzpelz. Ja, Schwarzpelz. Weil Schwarzpelz war auf Flucht vor Böshäuptling. Böshäuptling, komm in Schwarzfels, bah! Dann Goblins sagen, ja, komm zu Goblin in Windhagberg. Hm? Und dann aber kommen Böshäuptling, Ork und Ork, gut Ork und Goblin gehen statt Anfang von Ende, weil statt nicht gut zu pelstigen. Ja. Und dann, wir finden Gutmensch, Basilius und Jo. Und geben Essen und Arbeit für Goblin und Ork. Ja. Und seitdem leben schwierig. Aber besser. Wir könnten euch vielleicht helfen, die Stadt zu verlassen. Aber so wohin? Toll ist es hier nicht. Wohin? Wo kommt ihr denn her? Windhagberg. Wollt ihr da wieder hin? Ist schöner, stinkt nicht so wie hier. Ja, wir könnten euch vielleicht helfen, wieder in die Windhagberge zurückzukommen. Aber wir müssen doch hier jetzt ein Problem lösen. Und ich habe noch einige Termine. Weißt du, das ist halt... Sagst du zu dem Goblin dann, du kannst halt schon gucken, dass du das Eigentum von anderen umverteilst und davon einen Teil in deine Taschen gibst, aber Menschen entführen und denen schaden, so körperlich, das ist halt echt nicht gut. Ja, ist oder nicht. Das ist echt Ärger. Das kannst du jetzt wieder gut machen, indem ihr uns helft, dieses junge Mädchen wieder zu ihrer Mutter zu bringen. Und vielleicht helfen wir euch dann wieder hier, wie Elu ihr sagt, euch in den Windhagberg. Also, Mensch, der gut mit uns ist, Hakenjo. Wir können fragen, Hakenjo, ob freilassen. Ja, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil er will Menschenfrau haben. Heiraten, er sagen. Ich verstehe nicht, was heiraten. Ja, und er will sie rauben, damit Basil der Rote nicht bekommt. Ja. Und will Hagen, sie ihn denn auch heiraten? Oh ja, das ist wichtig. Ich weiß nicht. Er guckt sehr besorgt, als du das fragst und sagt, ich weiß nicht, ich hätte fragen sollen, ist ja Frau. Oh je.
Ja, und Haken Jo hat gesagt, wenn wir helfen, dann viele goldene Metallscheiben. Also Geld, ja. Aber habt ihr noch nicht bekommen, oder? Nein, haben auch noch nicht geholfen. Ich weiß nicht, wie Hilfe aussieht. Wollte mitnehmen Frau, aber ja, Frau muss wollen. Schwierig. Schwierig. Gebt uns mal ein paar Augenblicke. Ich wink meine Kameraden so ein bisschen auf Seite, dass wir mal ein Gruppengespräch machen können. Also wenn es sich hier tatsächlich um eine Liebesentführung handelt. Dann sollten wir das unterstützen. Ich weiß es nicht. Der Punkt ist, wir könnten vielleicht ein Keil zwischen Basilius und Hakenjo treiben, indem wir praktisch Hakenjo dabei helfen, sie hier rauszuschaffen. Und wenn sie nicht will, können wir Hakenjo draußen immer noch viel leichter eine überziehen und haben dann keine Orks mehr und keinen Basilius und so weiter. Und eine Rache? Was für eine Rache? Deine Rache an Basilius dem Roten, der dir so viel Unrecht getan hat. Im Ernst, wenn wir dem jetzt hier in die Suppe spucken, reicht mir das. Ich muss ihm nicht persönlich eine überziehen. Und wir hätten einen bösen Schurken in Orkendorf mehr in die Suppe gespuckt. Genau, finde ich gut. Ja. Also wir könnten einfach die Goblins schicken, dass sie Marken hier herholen, damit wir mit dem reden können. Ja, gute Idee. Und wenn er zickig ist, dann machen wir ihn halt... Dann fordern wir ihn. Oder wir könnten so tun, als wäre Dietrich ein Travia-Priester und sagen, der Travia-Priester ist gekommen, um euch zu trauen. Jetzt. Das ist die Gelegenheit. Aber warum sollte denn uns glauben, dass ein Travia-Priester plötzlich kommt, um ihn zu trauen, wenn er vielleicht noch gar niemand gesagt hat, dass er das vorhat? Weil er dumm ist? Kann sein. Das klingt vielleicht wie ein ganz guter Plan. Ich finde ihn auch glaubwürdig. Dann könnte man einfach sagen, du bist ein Travia-Priester und die Goblins sollen ihn holen, damit er mit dem Travia-Priester reden kann. Dann kann er sich überlegen, warum du da bist. Genau, weil er ist auch der gewaschenste von uns. Dem würde man eher am ehesten abnehmen, dass er ein Travia-Priester wäre. Nein, mir bestimmt nicht. Nee, mir auch nicht. Ich besitze nur keine passende Gewandung. Ah, du bist halt in Zivil. Ja, genau. Du bist inkognito. Das ist gut. Vielleicht sollte er den Hut absetzen. Aber ja, sonst, ja. Und das hänge ich ihn vielleicht hier an die Wand, wo nicht so viel Schimmel ist. Einen Moment dann. Hier auch nicht. Ich mache mich auf die Suche nach einem Ort, wo. Gib ihn einfach mir. Ich setze ihn so lange auf für dich. Aber gut. Während ihr hier weiter überlegt, werde ich nochmal hinten in die Ecke gehen und das Bier loswerden. Ja, die Goblins gucken euch erwartungsvoll an. Ja. Besonders der sich am Zahn pult. Kannst du unauffällig Hakenjo herholen und sagen, dass ein Travia-Priester hier ist, der mit ihm reden will? Er wird wissen, was das bedeutet. Ich kann sagen, Hakenjo, Travia-Priester ist hier zum Reden. Aber mach es so, dass der Basilius und auch die Orks nicht unbedingt nichts davon mitbekommen, verstehst du? Die sollen das nicht merken. Nur ja. Es ist eine wohlmeinende Überraschung von euch Goblins als kleines Geschenk, damit die Trauung ohne Verzögerungen und unauffällig vonstatten gehen kann. Oh, das kann ich nicht merken alles. Es ist eine Überraschung. Eine schöne Überraschung. Okay. Ja, ja. Weil geheiratet werden soll. Ja, ja. Ich würfel mal für den Goblin, wie gut der sich das so merkt. Will das jetzt? Ein guter Plan. Der Goblin ist recht klug für einen Goblin, aber nicht so klug. Also, er scheint sich gut was gemerkt zu haben, wiederholt das auch so ein bisschen. Und dann Travia, nickt er. Überraschung. Heimlich. Ja, und dann sagt er jetzt. Und die anderen. Ja, jetzt. Die anderen nicken. Ja, und er so, Und dann sagt er, ich muss jemanden mitnehmen. Ja, wie immer nur zu mehreren. Ja, und winkt einen der anderen Goblins, dass er mitkommt. Und dann tappen die beiden los, gehen wieder diesen Gang runter nach Norden durch die Tür. Und dann hört man kurz aus dem anderen Raum im Norden, hört man sie kurz so heiseres Bellen, hört sich tatsächlich an, fast wie Orks, ja.
Und gut. Dann klingt inzwischen auch nicht freundlich, aber ja, weiß nicht. Wahrscheinlich spricht jemand von euch Orkisch? Nee. Ich glaube, klingt so ähnlich. Ich glaube, Elo hier könnte Grundkenntnisse im Ulmark haben. Ja, bisschen habe ich tatsächlich, ja. Okay, du hast so, ja und, was los? Ach, nur zum Chef. Ah, Chef, ja gut, dann, ja, tschö. Also, war keine wirklich bewegende Konversation. Aber für alle andere hört es sich so an, wie, ich reiß dir die Eingeweide raus. Ja, klar, Mann, mach doch. Ja, ich dir auch, deine Mutter. Ja, und also es klang deutlich aggressiver, als was sie tatsächlich gesagt haben. Und dann hört ihr es tapsen, hört nochmal eine Tür und dann hört ihr gar nichts mehr. Eine ganze Weile. Ich mache so. Läuft. Ja. Also. Sollten wir uns jetzt verbergen? Ihr solltet. Hinter dem Tisch. Ja, hinter dem Tisch. Genau. Die Goblins gucken so ein bisschen verstört. Wo sollen sie sich dann verbergen? Und dann. Ihr gehört ja hierher. Sie haben das dringende Bedürfnis, sich zu verbergen und sie verstecken sich. Sie verstecken sich hinter Säcken am Ende dieses Zimmers. Also der eine steht also dann wirklich so und hält so einen Sack vor sich. Ich fände es auch witzig, wenn wir so zwischen uns so einen Goblin. Wäre auch lustig. Elo hier. Hier ist der Säbel. Verwalte ihn und wirf ihn mir zu, wenn es brenzlig wird. Ich gebe dir ein Zeichen. Mhm. Und Elo hier und Brea wollen sich hinterm Tisch verstecken. Ja. Und okay, ich werfe mir etwas über, was auch immer ich da finde. Würfen wir doch mal kurz auf Verbergen. Ja, das sieht gut aus. Was habt ihr denn so, was ist denn Breas und was ist Elohirs Talentwert, bitte? Ich nehme dann den Mittelwert. Also meiner ist 4. Ich habe 10. Okay, ich glaube, das wird nichts. Also sie kann sich verbergen, aber ich halt nicht. Ihr habt, genau, also Brea hat sich ganz solide so wirklich tatsächlich hinter den Tisch gehockt. Elohir auch. Was ihm nicht klar ist, ist aber, dass man ihn, je nachdem, wie man in der Tür steht, so zur Hälfte sieht. Und Detrick fällt das aber nicht auf, weil der steht ja als Travier-Geweihte so huldvoll vor dem Tisch, um zu empfangen, was auch immer da gleich auf ihn zukommt, vermutlich. Das liegt daran, dass ich einem der Goblins ein bisschen Platz gemacht habe. Ja, dann hört ihr nach einer Weile eine Tür und dann hört ihr jemanden sagen, ihr vermutet, es ist der Goblin, aber Überraschung! Ja, Überraschung. Geheim, sagt der Goblin. Egal. Und dann hört ihr noch eine andere männliche Stimme, die sagt, ich weiß nicht, warum wir die überhaupt beschäftigen. Und weißt du, dann der Hund ist mit dabei. Kommen tatsächlich ein Goblin wieder reingehuscht. Und das ist nicht der Kluge, mit dem ihr die ganze Zeit geredet habt. Dann huscht der andere rein und schüttelt ganz panisch den Kopf. Und dann seht ihr zwei Männer den Gang herunterkommen. Scheiße, Dietrich, versteck dich! Und ihr seht zwei Männer, die aussehen so Pi mal Daumen wie die, die ich euch jetzt gleich zeige. Ich habe tatsächlich versucht, Basil der Rote und Hagen Joe nachzubauen. Hier schon mal. Basil der Rote. Von denen war auch so gut wie nichts beschrieben, außer irgendwie bei Hagen Joe war so, fettige Haare und irgendwie so wieselig. Und das ist Hagen Joe. Ja. Diese beiden sehr sympathisch aussehenden Männer kommen diesen Gang runter. Mhm. Seite an Seite. Ich stell die einzig richtige Frage in dieser Situation. Brüder, schön euch zu sehen. Welcher von euch ist denn Haken Joe? Ja, also unschwer zu erkennen ist tatsächlich, dass einer dieser Männer tatsächlich nur eine Hand hat. Dem fehlt die linke Hand. Anstelle von dieser Hand hat der einen Haken. Aber sie gucken kurz sich einander an, gucken sie dich an. Der eine hebt die Hand mit dem Haken. Ah ja, mir ist zu Ohren gekommen, dass eine Hochzeit ins Haus steht. Das ist natürlich sehr erfreulich für die Mutterkirche. Nichtsdestoweniger ist es nun zunächst meine Pflicht, dich ins Gebet zu nehmen, mein Sohn.
auf die Rechte und Pflichten eines wohlanständigen Ehegatten hinzuweisen. Nun komm einmal her, das soll ein Gespräch unter vier Augen sein. Ich würfel Evel hier nur mal vor mich hin, so für die Rezeption dieser Worte. Also Haken Joe hat den Haken immer noch erhoben und guckt sich wirklich so an, so als wäre er geistig da gerade überhaupt nicht mitgekommen. Und Basil, der Rote, guckt auch und hat irgendwie, also du kannst wirklich so an seinem Gesicht ablesen, dass er überhaupt nicht weiß, was hier gerade passiert. Er guckt zu dir, guckt zu Haken Joe, guckt dann wieder zu dir und fragt dann Haken Joe, hast du einen Pfaffen bestellt? Der sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Pfaffe. Und warum würdest du einen Pfaffen bestellen? Du siehst so, die eine Hand geht so zu seiner Waffe am Gürtel. Ja. Er hat so zwei Säbel. Da hebe ich beide Hände, um zu zeigen, dass ich unbewaffnet bin. Er guckt dich gar nicht an. Der guckt seinen Kumpel an. Warum würdest du einen Pfaffen bestellen? Ich habe keinen Pfaffen bestellt. Das waren die verdammten Goblins. Warum würden die Goblins? Sind doch deine Goblins. Was heißt meine Goblins? Ja, es sind meine Goblins, genau wie die Orks deine Orks sind. Leck mich doch. Ja, was? Und wer bist du? Dann gucken sie beide dich an. Ich? Ja. Ich bin Bruder Zelenius. Bruder von wem? Verlangt Haken Joe zu wissen. Das ist kein Name, das ist eine Bezeichnung. Und du willst wen verheiraten? Haken Joe. Ich hörte, dass Haken Joe hier heiraten soll. Das sagte mir jener Goblin dort. Und das ist ein gutes Werk, das du da tust. Du dreckige, kleine, rotpelzige Sau. Dich schnitz ich auf und mach aus dir einen Bartvorleger, sagt Haken Joe. Und hebt die linke Hand in Richtung von diesem Goblin, der sich... Es sollte eine freundliche Überraschung sein, Herr Joe. Moment mal, sagt jetzt... Ihr reagiert ja vollkommen überhastet und übertrieben. Moment mal, sagt Basilius der Rote, ich verstehe nicht, warum heiraten? wer heiraten? Wie, wen denn heiraten? Guckt so... Erst Haken Joe an, dann dich. Wen soll er denn heiraten? Ja, das ist eine der Fragen, die ich ihm stellen wollte. Es ist sehr schwer, diesen Goblin zu verstehen. Aber vielleicht will er sein Herz nicht offenbaren zu jedermann, denn ihr pflegt ja, wenn ich es so sagen darf, einen recht rauen Umgangston. Da wird es ihm vielleicht etwas schwerer fallen, sein Herz zu öffnen. Mach mal eine Mutprobe für den Goblin. Oh, ja, die hat er geschafft, er hat genau 8. Der Goblin krakeelt so, Silvana! Und dann guckt plötzlich, seht ihr so, wie Basil der Rote richtig große Augen kriegt, so fast schon ein bisschen ein irrer Blick, wie plötzlich Haken Joe so richtig große Augen kriegt, so groß sie halt werden können, er hat sehr kleine Augen, und guckt und dann gucken sie sich beide an und im selben Moment entfahren den beiden wirklich die heftigsten Flüche. Ja, du Verräter, du, beep, 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 ja, Arschkrampe wäre noch die beste. Und es ist halt wirklich so, sie fangen an, sich richtig, richtig übel zu beschimpfen. Und ihr seht, das braucht nur so ein Quäntchen mehr und die gehen sich gerade an die Gurgel. Also denen ist offensichtlich nicht klar, also denen ist schon klar, sie stehen offensichtlich auf dieselbe Frau, aber denen ist nicht klar, wie ernst sie das jeweils gemeint haben. Ah ja, gut. Okay, mal gucken, kannst du mal für mich würfeln, wie schnell der Trick schaltet? Achso, ich kann für dich eine Klugheitsprobe würfeln, wenn du möchtest. Ja, ist einen ganz guten Tag heute mit der 5. Also. Oh ja, dann hat's geklappt. Dann schalte ich richtig. Ach, darum geht es. Es geht darum, die bereits vollzogene Ehe nun zu legitimieren. Vollzogen!
hörst du Basil, der Rote, brüllen und du siehst so, die erste Faust fliegt und mitten ins Gesicht von Haken-Joe, der den Haken hochreißt und zwar so auf Schritthöhe, was zu einem ganz schrecklichen Geräusch führt, denn Basil, der Rote, heult auf wie ein Weidwunder-Werwolf und so eine Mischung aus Weidwunder-Werwolf und Winsalter Opernsängerin der jemand auf den Fuß getreten ist. Und was wollt ihr machen? Ich würde sagen, wir würfeln einmal kurz Initiative, um zu gucken, wer wann dran ist. Falls jemand möchte. Ja, würfel doch mal. Ich frage mich gerade ernsthaft, wie würfelt man in diesem System Initiative? Ich glaube, es sind W6, ne? Oder so. Ja, ich bin so irritiert. Okay, Alma, eine 6 für Brea. Du solltest einen Wert auf Initiative haben. Aber wo? Auf der ersten Seite vom Charakterbogen. Auf der ersten? Bei den Kampfwerten. Bei den Kampfwerten ist er auch oben. Kampfwert. Ja. Da. 14. 14. Mit der 6. Oder nee, du hast 14. Nee, ich habe 14. Okay, super, dann hast du 20. Ja, dann, Entschuldigung, sorry. Dedrick hat eine 2. Damit habe ich 15. Dedrick hat 15 und Elu hier darf auch. Und der hat 4. Eine 18. Okay, super. Die beiden sind erstmal so mit sich selbst beschäftigt, dass sie jetzt nichts tun werden, was euch betrifft. Aber also als erstes landet die Faust von Basil dem Roten im Gesicht von Haken-Joe und Haken-Joe versinkt seinen Haken im Allerheiligsten von Basil dem Roten. Was möchtet ihr tun? Ihr müsst gar nichts tun, es ist nur ein Angebot. Ich würde gerne versuchen, mich an den Zweien vorbeizuschleichen. Um nach Silvana zu suchen. Okay. Glaube ich, doch, ja. Okay, also du würdest dich gerne einfach prügeln lassen und unbeteiligt dich entfernen. Okay, ja, dann mach mal einen Wurf auf. Wir bewegen uns leise und unauffällig. Ich würfel das gerade für dich. Moment. Ist aber nicht so schwer. 11, 6, 13, das sollte laufen. Du schiebst dich so, machst so einen eleganten Bogen und schiebst dich einfach aus der Tür. verschwindest im Dunkeln. Ja. Genau. Ja. Dann als nächstes wäre Elo hier an der Reihe, der immer noch neben dem Tisch hängt, aber nicht weiß, dass man ihn hätte sehen können, wenn man aufgepasst hätte. Bisher hat man sich auch noch nicht gesehen. Mir bleibt aber, also so schlau bin ich schon, dass mir klar ist, dass ich Breas Manöver jetzt nicht so gut anwenden kann. Deswegen spare ich auf und halte mich bereit, um Dedrick den Säbel zuzuwerfen, wie er das sich wünscht. Okay, gut. Hoffe, dass ich da nicht sein Gesicht treffe. Du bleibst in deiner Position. Und Dedrick, was möchtest du tun? Voller Genuss verschränke ich die Arme und schaue auf das Werk der Zerstörung, das ich da angerichtet habe. Okay, gut. Ja, also die fangen an sich zu prügeln und aus den wenigen Wortfetzen und Unstetigkeiten, die sie einander zubrüllen, wird sehr klar, dass denen nicht beide klar, oder es entfaltet sich wie so ein, ja, wie ein Schiffsunglück, ein Schiff und ein Eisberg, denn es wird klar aus den Beschimpfungen, die beiden austauschen, dass sie wohl beide vorhatten, mit Silvana durchzubrennen, unabhängig voneinander. Und den jeweils anderen zu verraten, was zu sehr unschönen Szenen führt. Und denen ist völlig egal, dass ihr da seid. Die gehen sich da jetzt an die Gurgel. Und nach so ungefähr einer Minute liegen die am Boden und würgen sich, drücken Augen ein, ziehen an Bärten, Hosen, werden heruntergerissen, Stiefel in Münder getreten, Zähne fliegen, Haare, Speichel, Blut, alles dabei. Wie ist das mit ihren Waffen? Die haben sie, also ich meine, Haken-Joe ist so ein bisschen im Vorteil. Der hat ja quasi eine Waffe als Hand.
Aber Basil der Rote hat auch der hat den Säbel gar nicht gezogen, weil auf die Distanz kannst du damit nichts ausrichten, aber der hat inzwischen ein Messer in der Hand, was er auch schon irgendwie ein oder zweimal so im Oberschenkel oder in der Schulter von Hagenjo versenkt hat. Ich beuge mich mal zu Elo hier rüber und sage, ich bin nicht sicher, aber das ist wahrscheinlich eine gerechte Strafe. Wir werden sie hinterher beide der Obrigkeit ausliefern. Ja, ihr seht so eine zarte Kolonne rot bepelzter Goblins, die auch das Brea-Manöver machen und an der Seite so vorbeischleichen aus diesem Raum raus. Das Brea-Manöver. Gut, dann strecke ich meine Hand aus. Dann strecke ich meine Hand aus, damit ich den Säbel, ich verstecke den Säbel aber hinterm Rücken, damit meine, der damit meine Tarnung Goblin, nicht auffliegt. Der kluge Goblin ist heute wirklich sehr klug. Der nimmt den Stuhl mit. Auf dem er voll stand. Ich würde dann auch mal ganz vorsichtig und leise meine Waffe ziehen. Mhm. Die ich ja wieder weggesteckt hatte. Ja. Für den Fall, dass die beiden doch irgendwie noch auf uns aufmerksam werden, und warte darauf, ob der Trick vielleicht Anstalten macht, ebenfalls den Raum zu verlassen. Dann folge ich ihm, ansonsten bleibe ich erstmal. Ich warte, bis einer von denen klar gewonnen hat. Achso, das wird dauern. Den nehme ich dann fest. Ja, aber Brea ist alleine mit einem Haufen Orks. Der Goblin ja, winkt euch zu. Ich hab nicht gedacht. Was sagst du, Ivi? Der Goblin winkt euch zu von draußen. Dass wir kommen sollen. Ja. Dann machen wir das. Ja. Na gut. Ihr verlasst den Raum. Hinter euch hört ihr immer noch so dieses wirklich dumpfe Geräusch, wenn Fingerknochen auf Haut und Körper treffen. Es ist so wirklich, man stellt sich das immer so romantisch vor, ja, geil, Schlägerei, aber es hört sich einfach wirklich nur schlimm an. Richtig schlimm. Und irgendwann schimpfen sie auch gar nicht mehr, sondern schlagen nur noch stumpf aufeinander ein. Und der Goblin bedeutet euch so, die Tür zu schließen, und hat so diesen Stuhl, der sowieso nicht der stabilste Stuhl war, hat so einen Teil von diesem Stuhl abgebrochen, der jetzt so ein bisschen an einen Keil erinnert, und hält ihn so hoch. Und schiebt ihn dann unter der Tür durch, damit man die Tür nicht mehr aufbekommt von innen. Wir können den Sieger nachher alleine festnehmen. Er wird eine Blutspur hinter sich herziehen. Das habe ich auch mal gelesen. Ja, du, Detrick, du hast auch so ein bisschen was abbekommen. Also so Blut ist so ein bisschen gespritzt auf dich drauf. Also du siehst jetzt auch so aus, als wärst du in einer Schlägerei gewesen. Nur ohne blaue Augen und so. Das ist vielleicht ganz gut. Das macht sicher einen guten Eindruck. Ja. Brea, wo wolltest du denn hin? Ja. Mach mal die beiden Herren hier wieder aus. Na, da, wo wir nicht hingegangen sind, also nach oben. Nach Norden, okay. Ja, da ist auch eine Tür. Genau. Du hast hinter dieser Tür so orkisches Gegrunze. Scheint wohl eine Konversation zu sein. Oder vielleicht beleidigt sich da jemand tödlich. Das kannst du nicht genau sagen. Dann würde ich mal der Ignorantia sorgt doch dafür, dass Leute mich ignorieren, ne? Korrekt. Ich möchte gerade gerne ignoriert werden und konzentriere mich so sehr auf diesen Wunsch, ignoriert zu werden. Ich habe irgendwas mit den Würfeln eingestellt. Das sieht sehr gut aus. 9, 9, 8. Ja, du wirst wahrscheinlich tatsächlich ignoriert. Und schleiche mich in den Raum. Mhm. Und versuche, da so durchzusneaken. Okay, dann gucken wir nochmal, wie leise du das machst. Aber ich würde behaupten, das reicht. Das sollte sehr leise. Gute Werte im Schleichen. Das sollte sehr sein. Du müsstest nur eine 17 ausgleichen können, mittig. Ja, aber ich denke, das geht. Schleichen. Hattest du nicht 10? Ja, das geht. Ja. Dann, gut, du bist sehr leise, du machst die Tür so einen Spalt auf, schiebst dich rein, du siehst einen Raum, der tatsächlich wie sehr, sehr wohnlich eingerichtet ist. Also du hast 4 so Bettkojen, 2 eine links, eine rechts von der Tür und 2 etwas größere nach da hinten. Es sind 3 oder 4 Orks im Zimmer. Du siehst
einen orkischen Herrn mit seiner Gattin, die gerade am Tisch sitzen und etwas essen. Und du siehst zwei orkische Halbwüchsige, die auf den Betten rumlümmeln und anscheinend sich irgendwie ja, beschäftigen. Und ja, du gehst einfach durch diesen Wohnraum durch. Scheint dich wirklich niemand groß zu beachten. Und ja, nach rechts geht's weiter mit einer Tür, die in einen Gang führt. Machst die Tür auf. Dann gehe ich da mal durch. Und schließt sie hinter dir einfach wieder. Katze. Ja, und dann siehst du neben dir so Türen. 1, 2, 3, 4 Türen an der Wand. Die haben alle so ein Gitter in so ein kleines Gitterfenster. Und sind alle zu. Und geradeaus lang den Gang runter ist auch eine Tür. Ich guck mal, kann ich da so reingucken durch die Gitter? Ja, kannst du. Dann gucke ich da mal überall einmal rein. Du schaust in die erste Zelle links. Da ist, also du siehst sehr wenig, weil es ist, wie gesagt, sehr dunkel. Auch in dieser Zelle. Du siehst da, irgendwas liegt auf dem Boden. Könnten Knochen sein. Also der Gang selber bei dir ist beleuchtet. Da hängen Fackeln im Gang. Aber ja, in der Zelle ist sehr wenig Licht. Also, aber du meinst da Knochen zu sehen. Aber wir haben ja auch, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was der Klabautermann gesagt hat. Ich glaube, die wohnt nicht in den Zellen, nein. Ihr Zimmer ist hinter einer Geheimtür, hat er gesagt. Hinter dem Zimmer. Im Raum von dem bösen Buben. Genau. Dann gehe ich mal ganz einmal durch und durch die letzte Tür. Du gehst, und nimm mir aber eine Fackel vorher mit. Ja, also du gehst an den Zellen vorbei. Als du an der Zelle 4 vorbeikommst, stellst dir wie so ein Jumpscare in einem schlechten Horrorfilm vor, springt jemand an diese Zellengitter und sagt: Hallo? Ihr hier? Und du siehst so ein sehr bärtiges Gesicht. Mit so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wahrscheinlich so irren Augen, die so ein bisschen sehr, sehr eindringlich dich anschauen. Sieht so aus. Seid ihr gekommen, mich zu befreien? Ich bin es, der Graf von Bredenhag. Erkennt ihr mich nicht? Der Graf von Bredenhag hat doch eigentlich blonde Haare. Die sind gefärbt. Gute Antwort. Mist, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich bin sicherlich gekommen, um euch zu helfen. Euer Magnifizenz. Oh, gut, dann, es ist wenig Zeit. Mich juckt's schon überall. Er fängt an, sich zu kratzen. Oh, Scheiße, jetzt juckt es mich auch überall. Ich muss aber noch einmal dort rein und mein Pferd holen. Ja, wohlan. Dann holt euer Pferd. Schnell! Ja, ich bin schon unterwegs. Ich mach mich unterdessen ein wenig frisch. Und er zieht sich so vom Gitter zurück und ist verschwunden. Oh weh. Oh, hat der Ignoranz hier nicht mehr funktioniert. Manchmal ist ein Verstand einfach nicht mehr in der Lage, getäuscht zu werden. Ja, du gehst durch die Tür. Du siehst einen großen Raum mit einem großen Tisch, ein paar relativ gemütliche Stühle, die du hier gar nicht vermuten hättest. Drei Dolche findest du auf dem Tisch, etwas Essgeschirr, auf dem Boden liegt ein bunter, etwas abgewetzter Teppich. Betten oder so gibt's hier nicht. Also die schlafen wohl nicht hier, vermutlich. Und an der westlichen Wand des Zimmers prangt ein großes Wandgemälde, das eine tobende Schlacht zeigt. Das kann ich auch zeigen. Ein großes Wandgemälde mit einer Schlachtenszene. Sieht
so aus. Nochmal. Ein bisschen größer machen. So, was ist denn immer nicht so ganz ideal für. Ich mach's mal so groß wie möglich. So groß wie möglich. Jetzt sieht man uns nicht mehr, aber das Bild. Ja, das ist dieses große Wandgemälde, was da an der östlichsten Wand ist. Und zur Erinnerung, ich weiß nicht, ihr hattet diesen schönen Hinweis bekommen von Karabustel. Ja, aber den hat der Trick eingepackt. Ja, den hat er eingepackt, aber der hattet ihr ja gesehen. Ja. Ja. Wie könnte das wohl zusammenhängen? Ich gehe mal an das Gemälde und taste da mal ab, ob da vielleicht irgendwelche Knöpfe sind. Genau so. Ja, dauert eine Weile. Ist ein großes Gemälde. Wir blenden ganz kurz zurück. Ganz kurz zurück zu den anderen. Die ja jetzt die Tür verbarrikadiert haben. Der Goblin zeigt zwei Daumen nach oben und lächelt und findet sich besonders klug. Die anderen drei scheinen so ein bisschen sich Gedanken zu machen, ob das alles so eine gute Idee ist. Und aber der besonders kluge Goblin, der sich euch als Wutz vorstellt. Wutz. Oder Wutz vielmehr, würde er es aussprechen. Wutz. Sagt gut, Goblin, ja. Gut, wirklich. Ja. Sehr gerissen. Wie wir die Schurken gegen sich selbst aufgewiegelt haben. Jetzt müssen wir aber schnell weiter. Ja, ihr hört immer noch so dumpfe Laute, gemischt mit Schmerzenslaute. Ich habe sogar etwas Blut abbekommen, schau mal. Ja, mächtig, guckt beeindruckt. Ja. Auch ihr geht zu der Tür, die zu dem Orkenzimmer führt. Was wollt ihr denn da? Also was ist denn da wir so der sind, Plan? Glaube ich, jetzt einfach nicht heimlich. Und ich habe natürlich keine Kenntnisse von Breas großartigen Fertigkeiten des sich Verbergens. Das heißt, ich gehe sehr viel davon aus, dass sie den Orks in die Arme gelaufen ist. Und deswegen würde ich sagen, haben wir es jetzt relativ eilig. Okay. Und laufen da rein. Ja, du machst einfach die Tür auf. Dich gucken so von links und rechts von den Betten zwei Ork halbstarke an. So, der eine hat so die Seiten ausrasiert, ja, guckt so, die Orkfrau dreht sich um, ist gerade dabei irgendwie so Eintopf zu essen und lässt den Löffel in den Eintopf fallen und der Orkmann greift sofort nach einem Säbel. Du bist dir ziemlich sicher, was auch immer Brea gemacht hat, hier ist sie nicht durchgekommen oder die haben sie schlicht nicht gesehen. Was? Sagt der Orkmann und steht auf und hält einen Säbel in der Hand direkt. Dann sieht der Dedrick mit dem Blut im Gesicht. Guckt so ein bisschen skeptisch. Und dem Säbel in der Hand. Er winkt so seine Söhne. Dein Mannführer, ist schlechter Gang. Seine Söhne, die Söhne erheben sich und gehen auch so zu diesem Tisch. Jungs, setzen. Ja, er bedeutet seinen Jungs, sich hinzusetzen und sagt dann in sehr gebrochenem Gariti, Orks, hier nur essen. Hält aber, hat immer noch den Säbel auf dem Tisch. Dann sag ich in gebrochenem Orkisch, wir hier nur durchgehen. Ja, Tür da, sagt er. Dann machen wir das. Ich verstehe ja kein Wort. Elo, hier hast du ihn beleidigt. Wir können weiter. Ja. Komm. Und ihr geht so an diesem Tisch vorbei. Der, insbesondere der Junge mit dieser ausrasierten Seiten, der guckt so, als würde ihm das gar nicht gefallen, was hier gerade abgeht, aber. Also, seine Mutter legt ihm so die Hand auf die Schulter. Ich gucke genauso missbilligend an. Mein Blick sagt, geh mir aus dem Weg oder ich schneide dich durch. Und Der Blick des Orgen sagt, oh, ich würde mir aus deinem Schädel gerne eine Tasse machen mit extra großem Henkel. Aber der seiner Mutter sagt, so, und denk nicht mal daran, ist deine Suppe. Und deswegen passiert tatsächlich nichts, außer dass Blicke, insbesondere so den Rücken von Dedrick, durchbohren.
wie wütende Bolzen. Und, aber ihr geht einfach zu der anderen Tür. Und auch auf eurer, ihr kommt auch in den Gang mit den Zellen auf der linken Seite. Eloir, was hast du ihm, Eloir, was hast du ihm gesagt? War das eine orkische Beleidigung? Es klang so. Ich hab ihn eingeschüchtert. Das musst du mir beibringen. Wenn man den Gegner richtig beleidigen kann, dann kämpft man auch besser. Ja, es empfiehlt sich, wenn man seine Sprache spricht. Das habe ich im ersten Trimester gelernt. Los, los. So, dann beeilen wir uns im Folgen ebenfalls der Wegbeschreibung. Mhm. Ihr kommt auch an den Zellen vorbei, die zu eurer Linken sind. Und als ihr an der letzten Zelle vorbeikommt, taucht tatsächlich plötzlich aus dem Nichts ein Gesicht auf an diesen Gitterstäben. Und ein sehr dreckiges, haariges Gesicht. Und zwei Augen gucken euch alle an. Haben gesagt, Silvana wäre hübsch. Ich bin enttäuscht. Vielleicht war sie einfach nur sehr lang. Seid ihr hier, um mich zu retten? Ich bin der Graf von Bredenhag. Na, so ein Zufall. Wir sind nicht um euretwillen hierher gekommen, Herr Graf. Nichtsdestoweniger werden wir uns bemühen, auch euch zu befreien. Wir machen uns auf die Suche nach dem Schlüssel. Keine Worte beschreiben eure Hässlichkeit. Was? Keine Worte beschreiben eure Hässlichkeit. Doch, doch, ihr habt diese Worte nur noch nie gelernt. Wollt ihr hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Können wir weiter? Wollt ihr mich mit eurem Geschwafel ermüden? Wollt ihr uns sagen, ob hier eine junge Frau vorbeigekommen ist? Ja, so sie holt nur gerade ihr Pferd. Nur gerade ihr Pferd holen. Die Person deutet den Gang runter. Da helfen wir ihr mal, dann sind wir alle schneller. Ja, Pferd, das ist eine gute Idee. Ein dummer Bauer. Macht weiter. Ja, ihr kämpft wie eine Kuh. Ja, ihr geht zu dieser Tür hin. Auch ihr seht diesen großen Raum ohne Betten, aber mit diesem großen Tisch, wo offensichtlich gerade vor kurzem jemand gegessen und Karten gespielt hat. Auf der linken Seite liegt ein etwas ausgefranster Teppich am Boden und an der Ostseite der Wand befindet sich dieses wunderschöne Bild, das wir jetzt nochmal einblenden werden, in möglichst groß. Ja. Wir wollten nicht Norbin einblenden. Moment, ich bin hier gerade. So, here we go. Da, rechts am Bildrand, der eine sieht aus wie die großartige Zeichnung. Oh, gut, dass ihr da seid. Gib mal den Hinweis her. Geht's dir gut? Ja, es hat aber ganz schön lange gedauert, bis ihr hergekommen seid. Ja, das tut mir leid. Wie kannst du denn ein Pferd hier holen wollen? Das ist eine lange Geschichte. Hier gibt es gar kein Pferd. Hast du den Grafen belogen? Genau, den Grafen. So ein Zufall, einen Grafen hier zu finden. Ich finde es sehr gut. Wir werden noch mehr Ruhm und Ehre haben. Zwei Verbrecher der Obrigkeit vorgesetzt. Goblins aus der Sklaverei befreit. Naja, gut, dafür wird es keinen Ruhm geben. Einen Grafen befreit und jetzt die Jungfer gerettet. Oh, Eloir, kannst du es ihm erklären? Ich kann einfach nicht mehr. Es ist gut. Drück du mal die Augen von dem, der aussieht wie ein Torwaller. Ja, da? Ja, genau. Ich drücke. Okay, du drückst. Lass mich das Bildrätsel wieder ausmachen und lass mich die richtige Karte finden. Let's take this! Ja, ihr seht plötzlich, dass sich so eine kleine Tür in der Westwand auftut und ein weiteres Zimmer es dort gibt. Und in diesem Zimmer ist tatsächlich jemand. Niemand! Jemand! Ach so. Jemand. Moment, ich muss nur durch dieses Abenteuer scrollen. Also, ich straffe mich und mache nochmal so, dass ich... Ja. Soll heiß sein. Die Chance nutze ich natürlich. In diesem Zimmer seht ihr eine... In der rechten hinteren Ecke steht eine Statue, eine reihegefällige Statue. Ein Tisch, ein Stuhl, eine Kiste am Ende des Raumes. Aber euer Blick fällt von dieser Geheimtür natürlich sofort und unmittelbar auf das Bett, das hinten links steht.
Und da seht ihr Folgendes. Jetzt muss ich die Dungeon-Karte wieder ausmachen. Und da seht ihr Folgendes. Eine sehr, sehr schöne, blonde, junge Frau dreht sich in eure Richtung. Und ja. Ich bin natürlich gleich als erster vorgeprescht. Mit großen. Holde Jungfrau, fürchtet euch nicht. Wir sind gekommen, euch zu retten. Haben die Schurken euch nichts angetan, das will ich hoffen. Denn ich sage euch, meine Rache an ihnen wird fürchterlich sein. So, und jetzt sehe ich ihr Negligé und ihre laszive Körperhaltung und dann. Oh. Ihr oh, seht, Schatz, ich bin zu Hause. Zuerst ist ihr Gesicht tatsächlich relativ traurig und sie hat so ein bisschen, ins Leere gestarrt. Und als ich die Tür öffnete, hat sich das auch nicht so wirklich geändert. Aber erst als ihr gesehen habt, dass ihr in der Tür steht, seht ihr so im ersten Moment so Erschrecken und dann im zweiten Moment Freude und im dritten Moment so tatsächlich so ein bisschen was wie Scham. Und sie springt auf, nimmt so diese Decke und hält sie sich vor, weil sie offensichtlich nicht damit gerechnet hat, dass anständige Menschen und Nichtmenschen dieses Zimmer betreten. Sie lächelt sanft und ihre tiefblauen Augen strahlen vor Freude und sie sagt, seid ihr gekommen, mich zu befreien? Fürwahr, wir sind gekommen, euch zu befreien, arme Jungfer in Nöten. Eure Frau Mutter hat nach uns gesandt und sie springt nun vor sind und fällt hier. Ihr um den Hals mit dieser Decke in den Armen. Und genau so läuft das, ja. Ich danke euch. Wie in deinen Roman. Ich danke euch. Ich hätte ja nicht damit gerechnet, aber womit habe ich, ihr Götter, womit habe ich das verdient? Herr Effert, hab Dank, vielen Dank. Sie wickelt sich so dieses Gerät, also diese Decke um, so wie ganz wie eine Tunika, damit sie züchtig bedeckt ist. Ich blende mal dieses unzüchtige Bild aus. Es war selbstverständlich. Und bilde das etwas züchtigere Silvana-Bild, was ich gemacht habe, ein. Und, Ach so, sie sieht gar nicht so okay. Sie sieht doch. Jetzt sieht sie nicht mehr so aus. Sie steckt jetzt in einer großen orangenen Decke. Aber darauf war mein Programm natürlich nicht vorbereitet. Deswegen, aber so sieht Silvana aus. Silvana ist eine sehr junge, gerade Volljährige, blonde, sehr, sehr hübsche junge Frau, die momentan ziemlich aufgelöst ist und an deiner Schulter, ja, nicht schluchzt, fast an meiner Brust, bitte. Eher an meiner Heldenbrust. Du bist nicht so groß. Mach an deiner Schulter. Und Silvana ist relativ groß. Und ich hätte die Trippen halt nicht. Ja. Silvana ist eine relativ hochgewachsene junge Frau und sie schluchzt nicht, sie jauchzt mehr oder minder. Sie scheint wirklich froh zu sein, dass jemand gekommen ist, um sie zu retten. Ich gebe ihm seinen Hut wieder, dann wirkt er ein bisschen größer. Ja, er wirkt jetzt ein bisschen größer. Tatsächlich ist er jetzt sogar einen Ticken größer als Silvana. Aber Silvana ist eine wirklich große Frau. Ja, wunderbar. Dann bringen wir dich jetzt mal nach Hause und dann können wir nochmal über deinen Daniel. Oh nein, wo ist er hin? Oh nein. Daniel. Er ist mit Silvana verschwunden. Ich bin noch. Ja, wir hören dich, aber wir haben deine Kamera verloren. Da ist sie wieder. Da ist er wieder. Jetzt seid ihr nur falsch rum. Und dann können wir nochmal über die Bezahlung verhandeln, deiner Rettung. Ja, ihr habt... Also, es war eine Selbstverständlichkeit, sie zu retten. Eine Jungfer in Nöten lässt man nicht hängen. Doch nun müssen wir eilen und dass wir die Schurken noch erwischen, bevor sie sich gegenseitig zugrunde gerichtet haben. Denn wir haben sie mit einer fulminanten Finte aufeinander hetzen können und auch den Grafen zu befreien, ist unsere heilige Pflicht. Brea, kannst du das Schloss von der Zelle knacken von dem Grafen? Dann kommen wir hier alle schnell raus. Den lassen wir hier. Wieso? Das ist ein armer Verrückter, der hier gefangen gehalten wird. Ja, kann ich. Er ist ein armer Graf. Also auch wenn er ein verarmter Adliger ist. Der ist doch kein Graf, Tedrick. Der ist doch verrückt. Woher willst du das denn wissen? Ja klar, und ich bin die Königin von Zyklopien. Nein, das bist du nicht. Ja, du bist doch woher willst du das wissen? Vielleicht war meine Großmutter ja eine zyklopäische Kaiserin und hat mir... Ja, nun, ich bin keine zyklopäische. Wir können diesen Dottore Philippus fragen,
Der ist ja auch von den zyklopäischen Inseln. Aber der kennt ja auch den Baron von, wie heißt das? Oder Grafen? Ach, egal, freuen wir ihn einfach. Der Mann ist ein großer Fechtmeister, das sage ich euch, so wie der beleidigen kann. Eure Magnifizenz, euer Pferd ist fertig. Ich lauf raus und gehe an die Tür und bitte zurücktreten und versuche, das Schloss zu knacken. Ja. Sehr gut. Kein Problem. Du musst tatsächlich, es tut mir so leid, aber du musst das Schloss gar nicht knacken. Die haben unten einen Riegel, den du aufziehen kannst. Also von außen lassen die sich ganz einfach öffnen, nur von innen ist es halt so gut wie unmöglich. Ich hasse diese Stadt. Sie wird noch andere Herausforderungen für uns haben, Brea. Es tut mir so leid. Aber man muss es ja auch nicht schwerer machen, als es ist. Ne? Ja, dann, aber ihr kümmert euch um den. Ich habe keine Lust, dass der mir nachher an den Backen klebt. Okay, also ihr macht die Tür auf und der Graf von Bredenhag scheint jetzt aktuell gerade gar nicht zu wissen, wo er ist. Guckt sich um. Guten Tag. Ja, grüßt ja, meine auch. Frau. Und dann geht er so den Gang runter Richtung Geheimgang. Hier geht's raus. Herr Graf, hier geht es raus. Ja, danke. Danke, nicht für ungut, meine Liebe. Und er winkt und geht in die andere Richtung. Ich hab's doch gesagt, Leute. Wir können uns später um ihn bemühen. Jetzt wir müssen nicht alle retten, Dedrick. Wir müssen nicht alle retten. Wir können alle retten. Wir haben das eben bewiesen. Gehen wir einfach. Danke. Und das tut ihr dann auch. Ihr nehmt Silvana, verlasst das Dungeon. Hinter der anderen Tür ist jetzt tatsächlich nichts mehr zu hören. Wie wollt ihr verfahren mit Basil und Hakenjoe? Ja, die werden festgenommen und der Obrigkeit vorgeführt für Menschenentführung. Gut, die sind beide K.O. Ihr gebt die bei der Stadtwache ab. Die Stadtwache weiß nicht so ganz, was sie mit denen soll. Aber sie ist bereit, euch ein Handgeld auszuzahlen. Was heißt Handgeld? Das ein Handgeld. Kann man nehmen, aber das wird natürlich zu großen ich Teilen der armen Frauen und Mutter gespendet. Die soll Anzeige erheben. Ja, also 100 Silbertaler gibt es pro Person. Das heißt 200 Silbertaler. gibt es auf die Hand und sie sagen, ja, die werden Mein Liebster, mein bestaussehendster Elf aller Zeiten. Machen wir uns davon einen schönen Abend? Ja. Und Silvana, auch kommen. Silvana bringt die zurück zu ihrer Großmutter Egwene, die sie überglücklich in die Arme schließt und sie mit großmütterlichen Küssen bedeckt und euch ebenso. Und ihr habt Silvana gerettet und Hakenjoe und Basil den Roten zur Strecke gebracht. Herzlichen Glückwunsch. Das war eine etwas leicht abgewandelte Version des allerersten DSA-Abenteuers, was es damals zu spielen gab. Im Original übrigens musste man die Ork-Familie mit den Kindern einfach niedermachen, um sie zu überwinden. Wow. Das war im Prinzip so, geht ins Dungeon, macht alles nieder. Die Räume sind auch so nacheinander angeordnet, dass man eigentlich irgendwie das kaum umgehen kann. Es gibt tatsächlich, was ihr nicht gefunden habt, zeige ich euch vielleicht mal kurz. Das Dungeon hat ganz viele Geheimgänge, die ihr nicht gefunden habt. Tatsächlich. Cool. Ja, damit hätte man toll abkürzen können. Und deswegen meinte ich, das Abenteuer könnte in 15 Minuten vorbei sein. Weil wenn ihr einfach den Tipp bekommen hättet, ja, geht da hin, ihr wärt da reingegangen, hättet direkt am Anfang den Geheimgang gefunden, hättet direkt in Silvanas Zimmer gehen können und mit Silvana einfach verduften. Also es hätte schon sehr, sehr kurz sein können. Aber ich fand uns witziger. Ich fand es auch sehr nett. Also ich meine, wir mussten gar nicht kämpfen. Ich habe am Anfang schon gedacht, oh Gott, das Abenteuer kann lang werden, wenn wir kämpfen müssen. Er hätte ja auch denken können, dass diese unglaublich, unbeschreiblich bescheuerte Idee von mir mit dem Travia-Gewalten so gut funktioniert, ja.
so gut funktioniert hat. Also die Option gibt es tatsächlich in dem Abenteuer. Also man kann tatsächlich insbesondere ja halt Basil und Hakenjoe gegeneinander aufbringen. Das funktioniert auch, weil die halt beide wirklich so voll scheuknappenmäßig in Sylvana verknallt sind und jeder will mit ihr durchbrennen und der andere weiß aber davon nichts. Und in dem Moment, wo man das rausgekriegt hat, und das kann man halt rauskriegen, einmal über die Goblins oder auch über die Orks, der Klabauter, der hat so zwischenmenschliche Sachen nicht so die Antenne für. Und dann kann man das tatsächlich benutzen und die gegeneinander ausspielen. Also das ist durchaus was das Abenteuer, also zumindest die Neuauflage jetzt vorsieht. Was ich krass finde, ist bei der Sylvana, die ist abgehärtet, denn die liegt in der Unterwäsche in dem Dungeon rum, der ja feuchtkalt auch beschrieben wird. Also Respekt, ich würde das nicht tun. Ich glaube, das ist... Ich hätte schon alle verfügbaren Decken in diesem Raum um mich gewickelt, aber ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist einfach eine Hommage an das alte Abenteuer. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob man das nicht hätte ändern können. Also, weil gerade auch, wie sie beschrieben ist in dem Abenteuer, wirkt sie gar nicht so, als würde sie sich da in ein Negligé werfen im Dungeon und huldvoll auf Rettung warten. Aber tatsächlich ist es so, dass im Abenteuer steht, dass die beiden Männer ihr schöne Kleider kaufen. Wobei, naja, ist so ein lila Negligé schön. Ich habe tatsächlich gedacht, nur anhand des Bildes, dass da noch irgendwie ein Twist kommt, ein doppelter Boden, bei der Prinzessin Jasmina bei diesem Solo-Abenteuer. Ja. Aber da kriegt man schon so ein bisschen Kotzkrämpfe, ne? So wartet da eigentlich einfach so im Dungeon auf dem Bett auf ihre Entführer. Ja, ich fände es auch nicht. Also deswegen, ich habe auch gesagt, also deswegen habe ich zum Beispiel, ich hab ein paar Sachen geändert. Also ich habe zum Beispiel geändert, dass sie sich gewehrt hat, als sie entführt worden ist. Deswegen hatte die diese Blutspur und den Goblin mit der Kopfverletzung. Und die Zwischenstation im Spital, weil laut Abenteuer, also ich rede jetzt hier von der Neuauflage, im Original weiß ich gar nicht mehr, wie man zum Dungeon überhaupt hinkam, aber ich glaube, das Abenteuer fing fast da an, aber auf jeden Fall ist halt, man kommt mit einer Gruppensammelprobe auf Gassenwissen zu diesem Dungeon. Wow. Und da habe ich halt gedacht, okay, nee, das ist mir ein bisschen zu lahm. Wir überlegen uns was, wie wir denn kommen. Deswegen habe ich gesagt, okay, der Goblin ist verletzt. Die sind zu diesem Heiler gegangen und der kann dann einen Hinweis darauf geben, wo man das finden kann. Weil ich habe gedacht, fürs Spiel ist das ein bisschen interessanter, als wenn wir eine Gruppensammelprobe ablegen. Und ja, das... Aber ansonsten war das by the book. Also ich habe ansonsten, glaube ich, nichts geändert. Ja. Bis auf, dass ihr leider euch die Zellen nicht alle angesehen habt und ihr deswegen nicht Karabustels enorme Popelsammlung gefunden habt, die dort auf einem Stuhl thront, Gott sei und Dank. Das wäre auch Verhandlungsmasse gewesen. Also Verhandlungsmasse. Ja, also ihr hättet da auch durchaus, wenn ihr sagt, oh, wir steuern was bei oder so, da hättet ihr auch durchaus mit sich reden lassen, aber das habt ihr leider nicht herausgefunden. Vielleicht beim nächsten Mal. Nein. Wir gehen da nicht nochmal runter. Aber ich... Nein, danke, Evi. Ja, aber lieb, dass du es uns anbietest. Ich wollte euch das noch mit auf den Weg geben, so als Erinnerung. Ich finde es wirklich knuffig. Ich finde auch, dass man jetzt hier merkt, dass das Abenteuer sich nicht so richtig ernst nimmt, was es dann wiederum irgendwie alles auch ganz putzig macht mit den Klischees. Also Es ist wirklich eine Hommage, würde ich auch so sagen. Ja. Ich glaube auch. Also es ist nicht wirklich viel, wahnsinnig viel überarbeitet worden, muss man dazu sagen. Das Abenteuer ist sehr kurz und auch diese Heldenwerk-Abenteuer haben ja sehr, sehr begrenzt Platz. Aber ich finde es schön. Einziger wirklich großer Kritikpunkt, und ich beschwere mich jedes Mal drüber, ist, dass diese Dungeon-Karte, die Dungeon-Karte ist da so drin in diesem Abenteuer mit all diesen Geheimgängen und Geheimtüren und hast du nicht gesehen. Die kann man so am Spieltisch natürlich nicht benutzen. Ne? Weil es sei denn, man deckt alles ab. Das ist so der einzige, das ist so das Einzige, wo ich mir immer so denke, ich weiß, in Heldenberg ist dafür kein Platz, aber ich musste die massiv bearbeiten, um da die ganzen Dungeon-Karten rauszumachen, damit ich die hier einblenden konnte. Und ich finde das immer so sieht die aus. Gott sei Dank kannst du das. Ja, natürlich, Gott sei Dank kann ich das, aber ich finde es anstrengend. Bietet sie doch wenigstens zum Download an. Ich bin sicher, die Person, die das illustriert hat, hat das in Ebenen gemacht und man könnte es einfach ausblenden. Vielleicht gibt es sie irgendwann zum Download, ich habe nur nicht geguckt. Aber auf jeden Fall, ich habe mir Stunden umsonst Arbeit gemacht, diese Karte zu bearbeiten. Nein, so lange war es nicht. Aber das ist so das Einzige, wo ich gedacht habe, warum? Ich hatte Spaß, ich fand es witzig. Das ist die Hauptsache. Ich auch.
Ich auch. Das ist die Hauptsache. Es wird ja gesagt, genau, das Original war DSA 1. Wir haben das jetzt mit DSA 5 gespielt, hat man aber nicht so wirklich gemerkt. Und es wäre sinnvoll gewesen, das mit 3 zu spielen. Wer weiß, also es gibt ja immer noch die Option, dass wir irgendwann mal Sylvanas Verspeisung spielen. Das ist auch eine Hommage an dieses Abenteuer. Da spielt man mehrere hungrige Marus, die Sylvana essen wollen. Es kann sein, dass wir das irgendwann mal machen. Ich würde sagen, das ist gut, ja. Ich bin dabei. Da spricht ja nichts gegen. Ja, also, dass wir das irgendwann mal angehen, aber wir gucken mal. Also, wir gucken mal. Ja, ansonsten vielen lieben Weißwein. Dank, dass ihr den Unsinn mitgemacht habt und die Geduld mitgebracht habt, Sylvana zu befreien. Ja, ein Klassiker, Retro-Feeling. Auf jeden Fall schon sehr stark. Wusstet ihr, dass es 147 Synonyme für Sylvana gibt? Nö. Für den Weißwein. Ich habe so. Hab echt versucht, die alle unterzubringen, aber 147. Nein. Das habe ich gar nicht geschnallt. Ja, wow. Nee, voll gut. Voll gut, habe ich nicht geschnallt. Vielen Dank. Der Nico hat gerade gesagt, er kann uns jetzt rüberreden zu Orkig. Okay. Die sind Orkig im Geschmack, die sind gerade noch am Quatschen. Dann machen wir doch das jetzt und dann würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Mitmachen und Mitfiebern. Und würde ich sagen, Nico, raide uns zu Orkig. Macht's gut. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Wir winken huldvoll. Und ich mache aus. Bis bald.